Hallo Leute, wir sind hier beim ersten Blunt Talk und wir haben uns einen Gast eingeladen, weil wir sie gedacht haben, uns will keiner interviewen, deswegen interviewen wir einfach wen anderen. Ja, und zwar haben wir einen Rotten Sensei aus Linz da. Der Grandmaster Flo wird sich auch noch kurz vorstellen. Ich bin auf jeden Fall der Tiger. Ihr wisst Bescheid, Blunt Kartell. Voll. Also von meiner Seite nach herzlich willkommen zu unserem Talk. Und genau, kurze Erklärung zu unserem Format. Wir haben uns gedacht, es gibt jetzt in unserer Linzer Hip-Hop-Szene nicht wirklich Interviewformate, Podcast-Formate, so wie es jetzt in Deutschland heute existiert. Deswegen haben wir uns gedacht, wenn es nicht gibt, dann machen wir es einfach selbst. Und genau, und deswegen haben wir heute unser erstes Versuchskaninchen da. Danke Fabio fürs Kommen. Genau, sonst nur allgemein zu unserem Format ein paar Sachen, die wir sich ja beibehalten wollen. Es wird anfangen mit A Cappella von unserem Special Guest und gleich auch die Leute, falls es den gibt, der ihn noch nicht kennt, wo ich jetzt nicht davon ausgehe, aber für die Leute halt auch eine kleine Vorstellung so. Und dann haben wir halt 21 Questions und es ist ja gerade der neue Song Tequila erschienen von mir und vom Label Boss, kann man das sagen? Jawohl, KS Kopfsache. Genau, vom Homie KS Kopfsache und der Rotten Sensei war sogar beim Aufnahmeprozess mit dabei, hat da auch seinen Senf mit dazu gegeben und deswegen gehört das jetzt gefeiert und wir haben dementsprechend einen Tequila mit dabei. Sierra Tequila. Ursprünglich wollte mir noch jeder vor die 21 Fragen einen Shot trinken, aber ich glaube, es wird nur bei meinen Fragen, bei seinen nicht. Genau. Aber meine Fragen kann er dann ein wenig Luft holen. Genau. Ja, der Fabio kann bei meinen Fragen ein wenig Luft holen. Wir haben ein bisschen was vorbereitet und zwar eben ein paar Fragen zur Musik und ein paar allgemeine Fragen und vielleicht werden wir auch über das Tagesgeschehen ein bisschen reden, so was sie gerade allgemein tut. Und ich übergebe jetzt einfach mal das Mic an dich, du kannst dir vorstellen und dann auf jeden Fall dein Lieblings-A Cappella 16er kicken oder ein Track, je nachdem wie es die Zeit. Ich weiß nicht, ob du einen Freestyle vorher mit aufgeschrieben hast. Das ist genau, ist der Freestyle. Ja, Mann. Ich bin, servus Jungs, schön, dass ich da bin. Schön, dass ihr da seid. Danke für die Einladung. Wir sind da im Coffee Sound Studio, wenn ich das dazu sagen darf. Mich wundert es auch, dass ich eingeladen worden bin zum Interview, ehrlich gesagt. Aber bevor ich mich da fertig vorstelle, fangen wir einfach an zum Rappen, oder? Und zwar, ich habe mir da einen Part vom Album gepickt. Ich rappe einfach einmal. Und zwar, bin wieder am Feier und am Brennen, doch die Dunkelheit, sie hatte mich bereits in ihren Fang. Sie zog mich. Fuck, ich hab's verkackt. Geil, Bro, geil, Bro. Also okay, bin wieder am Feiern und am Brennen, doch die Dunkelheit, sie hatte mich bereits in ihren Fang. Sie sucht mich zeitweise noch auf und sie denkt, ich sei ja was schuldig, doch krieg nichts geschenkt. Sie ist ungeduldig und frech, gibt erst Ruhe, wenn ich wo häng. Am Baum und unterm Dach dann entdeckt, von der Mutter und der ganzen Fam. Doch sie hat nicht bedacht, die Düsternis machte mich zu stark dafür. Auch wenn sie sagt, sie kann nichts für, trotzdem viel, viel Dank dafür. Aus dem grünen Schnabel wird langsam doch noch ein kaltschnäuziges Biest. Und ich prüf sie alle auf Competition, keinen halbherzigen Beef. Rotten, gib mir das Katana. Wack MCs à la carte. Sie merken nicht, wie riskant das war. Konnten nix am Mic, aber nahm sie in die Hand doch. Dass wir kein Predator Trash. Kill sie mit den viel fetteren Tracks. Ist das Mathe, denn es geht ihr um Lang. Setz mich auf die Bank und sie fühlt sich bedrängt. Bring das Baby in trockene Tücher. Und sie rotzen Flüche aus gottlosen Büchern. Und ich trotz mit Händen und Füßen. Sie kennen, wie sich treffen und nicht grüßen. Sie liegen Legenden zu Füßen. Machen auf abgeklärten und kühlen Typen doch, wenn's unfair mit sehnlich schluchzen, drehen, verdrücken. Sei mal ehrlich, hast du's wieder mal gemacht? Ich hör deine Stimme auf dem Beat und sie klingt lahm. Jede Strophe von dir klingt wie die schlimmste Fehlerfolge, Alter. Das dachten sich auch andere und sie riefen mich dann an, denn ich bin der Killer on demand, bin der Killer on demand, bin der Killer on demand, denn ich bin der Killer on demand, bin der Killer on demand, bin der Killer on demand, denn ich bin der Killer on demand, bin der Killer on demand, bin der Killer on demand, denn ich bin der Killer on demand, bin der Killer on demand, bin der Killer on demand. Ey, Rotten Sensei, das war der Track Killer on demand mit Da Akat, das Feature vom Album Shinigami und bitte hört es euch am Album auf, weil da ist fehlerfrei. Oh, genau. Killer. So, apropos Killer. Ich würde sagen, auf das könntest du mal angestoßen, ja, auf den Tracker. Auf jeden Fall. Fix. Also, die beiden Homies werden jetzt gleich mal einen ersten Shot zu sich nehmen. Zur Begrüßung. Killer, on fire, Hot 16, let's go, Alter. So muss das sein. Ja, okay. Macht euch den Track am Album an, findet die Fehler. Ja, was? Geil, die Challenge. Was gibt's zum Gewinner? Findet, zum Gewinner kriegt man den ausdruckten Zettel von meinem Albumcover signiert, weil es nur als digitaler Download und Stream
so erhältlich ist. Ah, also Prestige, Prestige. Willst du einen mittrinken oder nicht? Nein, ich trinke keinen mit. Es muss euch ja irgendwie ein Schach halten, irgendwie mit den Fragen und so. Genau. Ich bin ein gutes Vorbild. Du bist ein gutes Vorbild. Okay, okay. Tiger Shit, ja man. Das ist ja von mir eigentlich, gell? Wie machen wir das jetzt? Salz? Ja, voll. Ja, gut. Wo tun wir das jetzt hin? Ja, auf die da. Handfläche. Also, es ist irgendwie klar, dass in Österreich sowas funktioniert. Ja. Also, das schlägt man jetzt an, trinkt's und dann beißen wir Zitrone, oder? Können wir es machen, ja. Oh, ja. Geht das so? Du warst in Mexiko. Ich glaub, ja, in Mexiko macht das eigentlich gar nicht. Aber ich glaube, dass man es noch abschlägt, ja. Oder? Wer kennt sie aus? Also, Shot Nummer 1. Blamiert euch einfach, ist ja wurscht. Macht es. Seid ihr spät? Ja, vor ich würde sagen, nachher pflegen wir nachher die Zitrone. Okay, passt. Ist traurig, ich war. Ja, ich hab's schon wieder vergessen. Alter. Zum Wohl. Zum Wohl. Gute Vorbilder auf jeden Fall. So gehört sie das. So gehört sie das. Da kriegt man glatt Bock, zum Alkoholiker zu werden. Gibt's Leben die Zitronen, dann trinkt Tequila. Exakt. Wir sind auf jeden Fall da, um mit dir auch über dein neuestes Release zu reden. Ja. Vielleicht magst du uns ein bisschen was dazu erzählen, worüber das released worden ist, über welche Plattformen und was du damit verbindest eigentlich. Also, ich rappe ja schon 10 Jahre lang, damals nur unter anderem Namen und irgendein Ghostwriter. Das war noch Mundart. Dialektrap und irgendwann dann so wie, also ich habe einen ziemlich harten Lebensstil gehabt, den ich dann irgendwann abgekattet habe vor einigen Jahren. Dann habe ich nicht so gewusst, kann ich weiter rappen, packe ich das nur mal so, dass ich da Fuß fasse. Irgendwann aber es hat mich trotzdem nicht loslassen und irgendwann habe ich dann mich entschieden umzubenennen in Rotten Sense, wenn es euch interessiert, weil Rotten, damals habe ich mich innerlich verwest gefühlt und Sensei, weil ich mich so auf japanischen Stuff stehe. Yeah. Und ich, nach 10 Jahren Rap kann man sich, denke ich, schon mal als Sensei bezeichnen. Und dann habe ich so ein Album gemacht und das ist, da habe ich mich gezwungen zu dem Album eigentlich. So, ich habe mir die Maßgabe gegeben, jede Woche muss ein Track geschrieben und recorded werden, bis ich so 14, 15 Stück habe. Yeah. Und dann kommt es raus. Das habe ich auch so gemacht, darum ist da oft ganz schnell was entstanden, weil ich natürlich manchmal mal ein wenig Zeit lassen habe mit dem Schreiben. Auf einmal, fuck, den nächsten Tag sollte ich Aufnehmer gehen und es war 22 Uhr am Vortag. Du hast selber einen Druck gemacht quasi. Genau, weil sonst war da jetzt nichts weitergegangen, weil ich hätte wieder reinfinden müssen in das Rappen, in das Stetige, weißt du. Und sonst hätte ich gesagt, ja, ich mache schon mal was. Und darum habe ich mir gedacht, für mich ist das der richtige Weg. Dann habe ich beim KS Kopfsache, COC, Cabinet of Curiosities, wo der Track Tequila mit Blank Kartell rausgekommen ist. Und ich sowieso auch viel Kollabos habe, bei so Live-Shows und sowas, was ich mitgekriegt habe. Habe ich das Ganze recorded, die Beats hat dann der Def Ill gemacht, hinterher erst, also nachdem ich es recorded habe. Okay, er hat auf fertige Beats quasi. Sagen wir so, ich habe es recorded auf Beats, wo ich halt den Vibe gehabt habe. Ja. Und er hat dann zum A Cappella einen Beat gemacht. Okay. Interessante Taktik, ja. Jetzt könnt ihr euch abschauen, also nicht weil ja, und genau, dann ist das Shinigami geworden und irgendwie so im Großen und Ganzen ist ein Album, wo es darum geht, dass man sich nicht aufgeben sollte selber, dass man motiviert bleiben sollte, dass man ein bisschen pumpen sollte nebenbei, wenn es einem das taugt, ja. Rappen sollte und Wack MCs killen sollte. Okay, auf jeden Fall. Okay, sehr gern. Ja, ein paar Fragen hast du mir eh schon jetzt eigentlich vorausgenommen. Also zum anderen wollte ich mal fragen, wie der Name entstanden ist, das haben wir jetzt schon gehabt. So, Rap-Karriere ist auch schon ein bisschen skizziert, aber vielleicht würde ich trotzdem nochmal einhaken, nur ein bisschen genauer. So, wie hat das angefangen bei dir mit Rappen? Was waren erste Auftritte, erste Gehversuche so? Und weil du gesagt hast, du warst damals irgendwie auf einem sehr abgestürzten Trip so irgendwie. Wie hat das genau ausgeschaut? Oder auf welche Teilbereiche des Lebens beziehst du das so? Okay, also angefangen hat das Ganze Ende 2009. Ich habe damals die ersten Mundart-Tracks gehört von Rappern. Für mich war das früher halt Hip-Hop immer so Gangster-Rap und so Zeug, was mich nicht interessiert hat. Und ich war so Hardrocker und sowas, habe AC/DC und sowas gefeiert. Und dann habe ich auf einmal so Mundart-Rap gehört und mir gedacht, geil, Alter, wie gut klingt denn das? Das ist gar nicht so wie der andere Gangster-Rap, den es so gibt. Wie alt warst du da? 18, 19. Okay, also die Phase. So vor 10 Jahren, genau. Okay.
Genau, und dann habe ich mir gedacht, ich will meinen eigenen Part schreiben. Dann habe ich einen Part geschrieben und nur einen Part geschrieben und nur einen Part geschrieben und irgendwann durch Freund bin ich eingeladen worden, damals in ein Studio, das war damals noch das Hellrack Studio, mit Hellmath, Redrum, das war in Linz, genau, und habe meinen ersten Part gekriegt. Der erste Part ist ums Saufen gegangen, am Club und war eigentlich sowas von unreal. Wer den noch kennt, kleine Fangfrage, der kann es auch einsenden. Saufen scheint ja nie. Nein, gar nicht. Ich möchte das gar nicht propagieren. Trinkt verantwortungsvoll. Genau. Volle Fälle. Nur für die Kunst. Genau, und dann hat sich das halt so aufgeschaukelt. Ich meine, wir waren damals niemals so bekannt. Man hat sich halt kennt in der Szene so ein wenig, aber es war viel nur so am Anfang, was der Flow sitzt nicht perfekt. Mhm. Man selber glaubt aber, der Flow sitzt perfekt damals so. Und ja, genau, und dann und ich habe halt damals haben wir ja so ein wenig verrückten Rap gemacht, oder nicht verrückt, aber so ein wenig düsteren, ein bisschen angehaucht. Ja, Horrorcore, der Dev das auch mal benannt. Okay, geil. Ja, und ich habe halt auch einen ziemlich argen Lifestyle jetzt mit meinem Körper geführt, was Drogen betrifft. Und auch generell so nicht auf meine Gesundheit geachtet, keinen Sport gemacht und so. Und irgendwann Ende 2015 ist dann der Cut gekommen, wo mein Körper mir quasi gesagt hat, ey, entweder du kriegst dein Leben auf die Reihe und gehst da halbwegs unbeschadet aus dem Ganzen, oder du gehst den Weg weiter und bist irgendwann komplett fertig und das war's dann mit dir. Und also das hast du irgendwie Operation gehabt oder so? Nein, gar nicht. Okay. Gar nicht. Ich habe einfach aufgehört mit allem. Ende 2015. Was hat den Cut so herbeigeführt? Der Blick in den Spiegel wahrscheinlich irgendwie. So quasi kannst du das nennen, ja. Ja, okay. Also ich habe zwar immer meine Sachen gemacht, ja, was der Hackeln. So. Nein, gar nicht. Okay. Hackeln, alles das gemacht nebenbei, was der. Ja, genau, und dann habe ich aber nicht gewusst, ob ich weiter rappen kann, weil, sagen wir sie ehrlich, wurscht, wie jetzt jeder dazu steht, es ist ein Thema, was im Rap fix verankert ist. Wurscht, ob man auf Gigs ist, wurscht, wo man ist. Drogen, generell, ja. Generell in der Musik. Konsum. Und ich habe halt einen Weg finden müssen, wie ich mit dem koexistieren kann. Mhm. Weil man kann nicht irgendwo auf einer Show, man weiß nie, was ist und so. Ja. Und ich wollte halt für mich einen Weg finden, wie ich parallel existieren kann, ohne dass man das fertig macht, aber ohne dass ich Bock habe. Und das habe ich geschafft und dann ist aber auch die Lust wieder zum Rappen gekommen. So, warte, meine Frage war, also jetzt können wir wieder anstoßen. Jetzt kannst du auf jeden Fall anstoßen. Du hast die Frage zum Wohl. Richtig beantwortet. Jawohl. Gib ihm verantwortungsvoll trinken, auf jeden Fall ein gutes Stichwort. So, mach mal eine kleine Pause. Genau, auf jeden Fall sehr interessanter Werdegang. Hast du für diesen Cut auch irgendwie einen Cut mit deinem Umfeld machen müssen, mit gewisser Leid, oder hast, weil du sagst, koexistieren, hast du irgendwie einen Weg gefunden, das alles unter einen Hut zu kriegen und eher mit dir selbst gehadert, sage ich mal, und gegen dich selbst kämpft? Ja, es war schon mehr mit mir selbst hadern. Es war einfach auch, wenn man in sich drinnen nicht mehr die Sicherheit hat, wer man ist, oder wenn man nicht mehr volles Selbstvertrauen mit sich selbst hat, dann ist es schwer, dass man überhaupt in die Welt aussieht, so quasi. Weil du schon selber in dir drin erschüttert bist, dann kann dich schon was stressen, wie am Bild an der Kasse stehe oder sowas. Und wenn da viele Leute stehen, dann kann dich das schon fertig machen. Und das waren, du bist der Dreck, gell? Aber nein, das war alles danach. Das war alles danach. Und das hat circa 2 Jahre gedauert. Irgendwann haben wir gedacht, ich will mich nicht mehr daheim verkriechen. Scheiß drauf, wenn ich verrecke oder einen Herzinfarkt kriege oder sonst irgendwas, dann wie im Gym oder sonst wo, dass das passiert. Und dann habe ich halt einen guten Freund jetzt von mir kennengelernt, den Wrecker. Der hat mich ins Gym mitgenommen, ist ein Bodybuilder. Hat mir viel gesagt. Wo bist du? Im Fit-In. Okay. Hat mir viel gesagt. Folgt mir, oder? Genau, der ist im Folgt mir-Video dabei, mit dem Kappal. Und der hat mein Leben verändert. Und genau. Shoutout to Wrecker. Big up. Jawohl. Gut, dann kommen wir zurück zu dem Album. So, was war dein größter Hochpunkt und der größte Tiefpunkt in der ganzen Entstehung? Weil es ist ja jetzt, glaube ich, hast du gesagt, die letzten, nein, es waren jetzt nicht die letzten 15 Wochen wahrscheinlich, aber das letzte Jahr zumindest, wo es sehr intensiv war. Genau, erzähl ein bisschen was so über die Entstehungsphase. Also zuerst einmal, das ist eine coole Frage, was ist der Höchstpunkt und Tiefpunkt von der Albumproduktion? Und zwar, der Höchstpunkt war, wie ich den letzten Track recorded gehabt habe. Da habe ich mich so gefreut, war so voller Energie einfach. Das war Segen. Okay. War so voller Energie, dass ich mich dann daheim gleich mal übergeben habe müssen, keine Ahnung warum. Und dann bin ich so 1,5 Stunden lang im Badezimmer am Boden gelegen, auf der Fußbodenheizung einfach nur so. Alles ausgelassen. Ganz genau.
Hast du ja alle Tracks fertig gemastert gehabt, immer einen nach dem anderen oder nein, nein, irgendwann den ganzen Master gehört? Das hat, am Ende hat, das war der Cut, wo ich meinen Teil erledigt habe, ja, und dann ist es noch weitergegangen. Der Dev hat noch die Beats gemacht, die Feature Parts haben noch recorded, mhm, aber für mich selber war es so ein Cut. Okay. Das hat circa ein Jahr gedauert. So. Also nicht ein Jahr, aber das Album insgesamt hat ein Jahr, zwei Monate gedauert und die Aufnahmen so 6-7 Monate. Und das, der Tiefpunkt war auf alle Fälle Corona. Mhm. Ein paar Tage vor dem Lockdown haben wir das Shinigami-Video, die erste Version davon gedreht. Mhm. Das haben wir dann alles schmeißen können, weil auf einmal war Lockdown. Es war drei Monate später ein ganz anderes Wetter, ich habe ganz anders ausgeschaut. So, ja, und alles. Okay, es hat okay, gar keinen Sinn mehr gemacht dann. Und dort in der Zwischenzeit, nein, von den Haaren, wurscht was, vom Gewand her, da war es ja kühl und alles. Auf einmal war es warm. Mhm. Auf alle Fälle habe ich mir da dann schon gedacht, so, ich habe gar keinen Bock mehr gehabt, das Album zu releasen kurzzeitig, so, weil das schon so fern war irgendwie, weißt du. So. Aber du hast nämlich auf jeden Fall Zeit gehabt, dann das alles nochmal genau dir durchzuhören und auf jeden Fall die nächsten Videos zu planen, oder? Wann bist du zum Endprozess gekommen, sage ich mal? Oder war schon quasi bei Corona alles fertig? Nein, gar nicht. Die Videos sind erst nachher gekommen. Die waren, sind ein paar Wochen vor Release erst gedreht worden und geschnitten worden und fertig gemacht worden. Da war dann alles erst fertig. Das Master war drei Wochen vorher fertig oder so. Release-Party war wahrscheinlich dann auch wegen Corona nicht so wirklich Thema. Hat es keine gegeben, nein. Okay, okay. Mhm. Ja, sehr interessant auf jeden Fall. Warte mal ab, der Flo, Flo ist aber ready. Ist jung. Er ist noch jung, er kann das noch. Ich bin mitten in meiner Pubertät. Ja, unsere Nieren haben das schon. Ich bin nicht auf den Erwachsenenstadium angekommen. Wie warst du da bei dem Moment, wo du gesagt hast, hey, lass jetzt Drogen und Alkohol sein? Wie alt war ich vor 5 Jahren? 24. Okay, jetzt hast du noch mal 2 Jahre Zeit. Bist du dorthin? Okay, sehr gut, sehr gut. Glaubst du, ey, das kann schneller gehen, als du glaubst. Ey. Das kann auch langsamer gehen, als ich glaube. Vielleicht auf in 20 Jahren immer noch. Ja, du hast auf jeden Fall Mundart-Rap angesprochen und allgemein Rap. Was hast du da gehört, beziehungsweise welche Mundart-Rapper, weil jeder hat da irgendwie seine eigene Sparte gehabt. Ich bin zum Beispiel komplett ohne Mundart-Rap irgendwie aufgewachsen, sage ich mal, das hat mich nicht geprägt. Aber wer waren so deine Idole, sage ich mal, oder zu wem hast du aufblickt in der Zeit? Ja, das waren eh die Klassiker. Also am Anfang habe ich halt so ein wenig durch diverse Mundart-Rapper, die ich jetzt nicht benennen möchte, bin ich zu dem Mundart-Rap gekommen, weil ich möchte denen einfach keine Plattform mehr geben. Okay, interessant. Aber was mich dann richtig gekickt hat, war dann natürlich Defil, Digger Minds, Ill Minds, Benedikt Walter, die ganze Hellraid-Crew damals. Das alles hat mich gekickt, das alles habe ich voll gern gehört und bin dann aber Tonträger habe ich schon auch gern gehört, aber mir... Das ist so ein anderer Vibe trotzdem im Großen und Ganzen. Aber man darf nicht vergessen, was die gemacht haben für Rap, für österreichischen Rap und Killer, dass es gibt. Ich bin keiner, der darüber urteilen dürfte quasi. Okay. Weil die Pioniere sind einfach. Aber, ja, voll, aber das wie Devil und sowas hat mir halt einfach mehr gekickt. Okay. Genau. Ich habe jetzt noch eine Frage an euch zwei Jungs. Ich habe mich mit eurer Musik auch befasst. Und zwar, was mir aufgefallen ist, beim Grandmaster Flow, da probierst du in sehr vielen verschiedenen Genres aus, gell? Magst du da vielleicht sagen, wie das dazu kommt oder wie bist du noch in einer Findungsphase? Das ist eine gute Frage und die kommt jetzt ja überraschend auf jeden Fall, weil ich mir gedacht habe, ja voll, der Spieß ändert sich, mein Freund. Ja, da haben wir lustigerweise sogar letztens drüber geredet. Also für mich ist das jetzt nicht unbedingt eine Findungsphase, es gibt schon viele Stile, in denen ich mich daheim fühle, so. Aber ich finde, also zum einen macht es für mich auch eine gute Musik aus, dass abwechslungsreich ist. Ich vermute für die auch, wenn ich mir das Album so anhöre. Ja, genau. Und ja, zum anderen bin ich, glaube ich, einfach ein Mensch, der sich selten lang wo daheim fühlt. So. Also von meiner Persönlichkeit einfach sehr umtriebig von einem ins andere. So, ich mache halt einmal einen Reggae-Song und denke mir nachher, jetzt wäre Boombap wieder geil, jetzt wäre Trap mal geil, jetzt wäre Dancehall mal geil, jetzt wäre Spanisch mal geil, jetzt wäre was weiß ich, was noch alles kommt so. Ja, ich glaube, weil du es eben Findungsphase genannt hast, ich glaube, ich werde mich nicht so schnell auf eine Richtung fokussieren jetzt in nächster Zeit. Also vielleicht für eine EP oder so, aber dass ich jetzt sagen werde, ob jetzt das Grandmaster Flow nur mehr Latino-Shit zum Beispiel oder nur mehr Reggae oder was weiß ich, das wird, glaube ich, so schnell nicht passieren, außer ich hab halt dann irgendwo auf einmal die mega Plattform und Community und so weiter, wo ich weiß, so
Angenommen, ich hätte jetzt einen Reggae-Durchbruch, würde ich mich vielleicht mehr auf Reggae konzentrieren, aber nicht einmal dann wahrscheinlich. So, beantwortet das der Frage? Ja. Okay. Finde ich cool, dass du das so siehst, weil ich bin auch einer, der gern viel, viel verschiedene Styles hört im Rap. Hört man vielleicht beim Album auch ein bisschen. Und ich finde es langweilig, wenn man sich auf eine Sache beschränkt, weil mir taugt Rappen und wurscht, welche Styles. Es kann so viele verschiedene Styles geben, die geil klingen. Und das finde ich cool, wenn wer einfach sich ausprobiert, je nachdem, was er gerade Laune hat. Die Gefahr ist natürlich, dass vielleicht man dann nicht so viel Hörer hat, weil ich weiß nicht. Ja, genau. Ganz kurz, was dazu sagen. Das ist auch eine Diskussion, die ich schon öfters geführt habe, dass halt der Name dann nichts hat, für was er steht, wenn es so viele verschiedene Richtungen sind. Und das ist aber meiner Meinung nach jetzt nicht unbedingt der Fall, beziehungsweise ich will halt mit meinem Namen eher für eine gewisse rap-technische Qualität einfach stehen oder einen gewissen Anspruch, den ich einfach habe an mich selbst, aber jetzt weniger für eine gewisse Schublade. So. Finde ich cool die Einstellung. Denke ich auch auf alle Fälle. Und Tiger. Ich habe mir dein Machwerk und sowas angeschaut und was mir aufgefallen ist, so, du gehst schon mehr in das musikalisch Singende beim Rappen, und in die Videos kommt mir vor, du legst sehr viel Wert auf eine bestimmte Ästhetik, wie das umkommt, wie du als Person quasi auch rein vom Bild her umkommst, ohne das jetzt werten zu machen oder ohne, dass du vielleicht irgendwie was aussagen willst, sondern dass du auf eine gewisse Ästhetik, glaube ich, auch dadurch was transportieren möchtest im Video. Und wenn du dann selber Beats produzierst, die haben auch ganz einen eigenen Style, muss ich sagen. Also die so ein wenig Disco-mäßig, aber nicht so richtig Disco, so von den Drums. Ja. Und dazu aber so wie bei Fight Club, da finde ich das Sample extrem geil, was du da genommen hast. Ich weiß nicht, ob es ein Sample war. Nein, ich habe es selber gespielt. Bringt so einen richtig orgendüsteren, verwirrenden Vibe irgendwie über das Lil. Wie siehst du das für dich? Also habe ich da recht? Du hast auf jeden Fall das richtig erfasst, sage ich mal, weil zum Beispiel in Tracks wie Better Days, bin ich so angegangen, dass ich sage, das Instrumental, das ist eine Gitarre, aber von den Drums gehe ich auf Dancehall, aber auf langsam und singe tue ich irgendwie Pop-Rock drüber so. Und Indie, ja, so vorher eben, ich finde selber irgendwie keine Worte dafür, aber genau wie er gesagt hat, das ist einfach auch für mich interessant, jedes Mal was anderes zu probieren, und ich lasse mich auch gern auf einen anderen Musiker ein, weil wenn man ein bisschen Kompromisse eingeht, kommt einfach oft ein voll interessantes Lied aus, was keiner sich so gedacht hat im Vorhinein. Und ja, Ästhetik zu Ästhetik, das gehört irgendwie auch, finde ich, dazu, zum Musiker sein und besonders im Rap natürlich. Egal wie sehr man eigentlich daheim sein will und nichts von sich preisgeben will, so, es gehört halt ein bisschen dazu, dass du ein paar Fotos machst, ein bisschen Exposure. Und gerade in Videos und so ist dann so, dass du da überlegen musst, wie will ich nach außen wirken und wer bin ich eigentlich? Weil wenn du die ständig verstörst, musst du die dein Leben lang verstören. So. Setz gleich Masken auf im Endeffekt. Ja. Und genau, ja. Je früher du die locker, sag ich mal, auf das einlässt, was dich gerade sagt, desto weniger Stress hast, wenn irgendwer sagt, das zahlt mich nicht. Weil in erster Linie mache ich Musik für mich selber, wenn es ihm taugt, zahlt mich. Und ja. Ich glaube, ich habe schon so ein bisschen einen roten Faden gefunden. Ich würde auch nicht sagen, dass das zum Beispiel Musiker, die viele verschiedene Sachen machen, irgendwie kein Standing haben können, weil bei manchen ist dann doch eher so, ich sage jetzt Flair zum Beispiel, da tragt die Persönlichkeit einfach schon so viel dazu bei, dass du sagen willst, was hat er jetzt wieder gemacht, was sagt er jetzt wieder. Ja. Genau, und aber prinzipiell würde ich sagen, sollte ein Rapper schon sein Spektrum, wie diese Mama-Tracks, einmal das, also das Spektrum haben die meisten, glaube ich, aber dann zu sagen, auf Beats und so, lass mich einmal auf was Nächstes, das gibt es selten, aber das hast du auf jeden Fall auf deinem Album auch gemacht, da ist viel Facettenreiches drauf, vielleicht willst du dazu auch was sagen? Zuerst einmal Respekt an euch zwar, dass euch das traut und dass nicht, dass wirklich bereit seid, neue Wege zu erklimmen oder zu erkunden, das finde ich gescheit cool. Und das ist mir aufgefallen bei Blantkartell, es ist komplett dadurch ganz viele verschiedene Styles einfach. Das finde ich, macht Cruise auch oft interessant. Was soll ich bei Shinigami jetzt sagen? wieso du dich auf nicht eine Linie fixiert hast, sondern auf verschiedene. Ja, das ist, schau, das ist einerseits der Faktum, dass mir eben so viele verschiedene Styles gefallen. Ich höre gern geile Dancehall-Lieder, wenn mir die kicken, ich höre gern Trap, ich höre gern Boom-Bap, es muss einfach geil gerappt sein, es muss einen kicken einfach. Jeder hat seinen eigenen Geschmack, wo es einen kickt. Und ich finde auch, das Problem ist im Rap oft so, dass es so viele Hardliner gibt, die sagen,
alles was neuer Rap ist, ist scheiße. Oder alter Rap ist, ist scheiße. Aber gerade Musik, das ist ja das Verrückte, dass Musik in Genres eingeteilt wird. Man muss mal fast, damit man es irgendwie klassifizieren kann. Aber der Grundgedanke von Musik ist ja, dass grenzenlos ist, oder? Und jeder seinen Gefühlen Ausdruck gibt. Und somit kommt was außer, was man vielleicht nicht in der Schublade stecken kann. Weil deine Sachen, finde ich, gibt es jetzt auch keinen Rap-Unterbegriff, sowas. Aber das ist ja cool, du probierst die aus. Und du probierst viel verschiedene Styles aus. Also drum, ich finde, scheiß auf Genres. Genau. Ja, voll, ja. Und bei Shinigami war es aber ein großer Punkt auch der Zeitdruck, dass ich gar nicht so viel Zeit gehabt habe zum Überlegen, sondern ich habe gewusst, hey, fuck, morgen, übermorgen muss ich die Nummer aufnehmen. Schau auf YouTube, welcher Beat kickt mich gerade. Gib irgendwas ein, Type Beat, Dark Type Beat oder Happy Type Beat. Je nach Gefühlslage, was ich gerade rappen wollte und dann noch Dancehall dazu oder Trap. Und dann, wenn mir einer kickt hat, habe ich den Track draufgeschrieben quasi. Und dann habe ich in Dev das A Cappella gegeben, wie es aufgenommen hat. Hat sich der Beat dann großartig unterschieden? Ja. Okay. Ja, schau. Also der Dev hat dann, das war nämlich auch ein Grund, warum mir das so taugt hat. Der Dev Ill hat einmal von unserer alten Crew, Normbruch Crew, wo ich mit dem Heisenberg gerappt habe, einen Remix gemacht zu unserem damaligen Album Genug gesagt. Und ich finde, er hat bei wirklich jedem Track einen geileren Beat getroffen, als das, was wir damals selber ausgesucht haben. Finde ich, ist meine persönliche Meinung. Und darum habe ich das irgendwie geil gefunden, ich nehme was auf oder ich schreibe was und dann kommt der Beat dazu. Weil er das schon einmal so gut getroffen hat. Das war der Grund eigentlich. Geil. Soll ich noch überbrücken, dass du dann ein wenig... Ja, schon. Warte mal, ich habe mir zu Fragen mal notiert. Ich habe mir geschwind da auf meinen digitalen Spickzettel schauen müssen. genau, also... Hier ist mal ganz andere Frage. Der kürzlich erschienene Single heißt Segen. Das klingt sehr religiös. Was hat das für spirituelle Aussage, beziehungsweise wie stehst du zum Thema Religion? Und soll man das auch irgendwie als religiöses Motiv verstehen oder ist das einfach nur, weil das Wort halt geil reingepasst hat? Zweck. Also religiöses Motiv ist keins, das kann ich schon mal sagen. Es ist ja oft so im Hip-Hop, dass man sagt, hey, blessed, blessings. Ja. Und da ist mir halt einfach so eingefallen, nicht, ich küsse eure Augen, weil das passt halt nicht zu mir, sondern die Leute, die mich unterstützt haben, ich küsse den Segen, den sie mir gegeben haben quasi. Sie haben mir einen Segen gegeben in dem Sinn, dass sie mich unterstützt haben, dass wir nicht aufgegeben haben damals in der Zeit. So ist das eigentlich gemeint. Religiös, ich möchte jetzt kein religiöses Fass aufmachen. Also ich bin auf alle Fälle der Meinung, jeder darf glauben, was er möchte, solange er am Job. Das ist eine sehr gesunde Meinung, da die sagen, ich würde sagen, man kann überall was lernen voneinander, wurscht, ob man das Gleiche glaubt oder nicht. Und es ist nichts Schlechtes, wenn Menschen einen Halt in einem Glauben finden. Absolut. Aber ich muss ehrlich sagen, also ich bin austreten, wie ich den ersten Erlogschein gekriegt habe. Okay. Und habe gesagt, ich bezahle nicht für Ablasshandel und für meine Sünden. Aber das war der Frau in der... Im Bürgerservice scheißegal, sie hat das gar nicht beachtet, sie hat mich einfach abgemeldet. Das sind generell Geister. Ich denke, nur so einen kleinen Gedanken, den ich jetzt einstreuen möchte, ohne jetzt eine religiöse Diskussion zu starten. Aber dieser Gott, der von der, sagen wir jetzt einfach mal von der katholischen Kirche, dargestellt wird in der Bibel, wie der, für was der für Werte hat und so, der darf das alles gar nicht geil finden mit so prunkvollen Kirchen und sowas. Meiner Meinung nach. Der darf das nicht unterstützen, dass da, das denke ich immer, der darf nicht alles unterstützen, was da passiert. Wenn der Gott so ist, rein theoretisch, wie in der Bibel gesagt. Aber mehr möchte ich gar nicht sagen. Voll, möchte ich auch kurz aufgreifen, weil ich halt doch einiges mit der Kirche zum tun habe, so privat. Also, was jetzt nicht heißt, dass ich die katholische Kirche per se jetzt unbedingt unterstützenswert finde in allen Belangen. Das ist in deinem Vertrag so, das steht das so im Vertrag. Was, dass ich es nicht unterstützenswert finde? Das steht nicht im Vertrag. Das, ja, ich unterschreibe euch, aber ich finde euch eigentlich scheiße. Ich will nur meine Seele verkaufen. Nein, du, so, es ist halt so ein Ding, man hat halt entweder, zumindest ich komme vom Land so, dass du entweder die Möglichkeit, dass du den Glauben in der Kirche auslebst oder privat oder gar nicht so. Und da war es für mich schon, durch das, ich bin schon ein gläubiger Mensch und hab mir gedacht, so, natürlich rennt da sehr viel falsch und natürlich würden 9 von 10 Päpsten wahrscheinlich von sowohl Jesus als auch Gott gehasst werden. Ja, aber trotzdem ist das halt jetzt für mich die einzige Möglichkeit, da auch aktiv irgendwie so religiöser Mensch zu sein. Und deswegen habe ich dann trotzdem dafür entschieden. Wird mir jetzt der ein oder andere steinigen für die Aussage, aber egal, dann werde ich Märtyrer. Ich habe jetzt keine religiöse Frage, aber es gibt da auf jeden Fall...
auf das geht es schon angestoßen. Warte noch Fragen. Fragen noch, schau, Fragen. Okay, ja, ja. Du darfst auch nicht ringen, so ist es nicht, was der. So spielst du das nicht. Wir haben da ein bisschen die Hip-Hop-Religionsfrage, wo ich und er oft nicht immer einer Meinung sind, beispielsweise, aber und zwar Oldschool und New School. Ich weiß ja, dass er, Crew, sag ich mal, da bist du jetzt eher derjenige, der die Newschool-Sachen macht. Und der KS hat auch gemeint, dass er in Zukunft jetzt auch ein bisschen was Neicheres probieren will. Ist das bei euch in der Crew Thema generell? Weil bei uns ist durchaus auch Thema, was jetzt so als nächstes kommt, ob alle sich damit auch identifizieren können. Ist es bei euch auch ein großes Thema oder hast du vollkommen Freiheit, dass du sagst und machst, was du willst in deinen Tracks? Ja, das ist eine gute Frage. Ich möchte nur noch kurz zu der vorigen Frage sagen, ich will auch nicht sagen, dass ich an gar nichts glaube, aber das müssen wir nicht weiter ausbreiten, aber ich sage nur, ich denke, es ist gut, wenn der Glaube einem Menschen Halt geben kann, ohne dass er den anderen wehtut, auf alle Fälle. Also, und für das ist ja schon mal für was gut, wurscht welche Religion. Zu dem anderen Thema, ich kann machen, was ich will. Das ist eher auch so das Ding von COC. Das ist jetzt kein Label in dem eigentlichen Sinne, weil ich hoffe, KS wird mir da jetzt nicht Ding sagen, wenn ich etwas sage. Da wird ein Disziplinargespräch. Nein, aber es ist mehr so eine Plattform für Künstler, die releasen können. Aber jeder macht sein Ding, solange da jetzt nichts Hardcore-Menschenverachtendes kommt oder was der irgendwas, was hinter dem andere einfach nicht stehen können. Dann ist das, kann jeder ist vollkommen frei überlassen, was er macht. Ich mache mir da gar keine Gedanken, ehrlich gesagt. Ich finde sogar geil, so Mischungen wie zum Beispiel der Devil auf seinem gleichen Album Lobotomie hat. Eins der geilsten Alben 2020 bisher. Checkt es aus. Lobotomie, der hat da oft so Boom-Bap-Samples, aber Trap-Drums, Trap-Flow kombiniert. Das finde ich extrem fresh. Also ich glaube, da kann man nur einiges aussuchen, ehrlich gesagt, dass man da ein wenig alles mischt miteinander. Ja. Also ja, nein, ich nehme da jetzt einfach das Mic deswegen weg, so was der. Ich wollte keinen Bringer, deswegen. Ah, okay. Nein, ich wollte auf jeden Fall schon mal eine Grundlage für die nächste Frage stellen, und zwar, was du heute so hörst, weil du gemeint hast, du hast früher im Mundart-Rap gehört, bist du einer, der sich jetzt komplett auf diese neichen amerikanischen Strömungen einlässt oder sagt, nein, ich höre jetzt nur Deutschrap, oder wie ist das bei dir so? Oder hörst du vielleicht gar keinen Hip-Hop in deiner Freizeit? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ganz schlecht, was ich war immer schon ganz schlecht, was betrifft, dass ich nach neuer Musik suche, dass ich mich informiere. Oft sagen Leute zu mir, hey, der hat der Rap oder Lidl ausgebracht, und ich sage, wer? Und die sind viel bekannter, die denken mir so, Alter, shit, bin schon wieder viel respektlos eigentlich, dass ich nicht einmal den Namen kenne. Und ich habe lange Zeit so Deutschrap-Playlists auf Spotify gehört, die kann ich aber nicht mehr hören. Es geht, viele haben einen geilen Flow, viele haben eine geile Stimme, aber es geht immer nur um dasselbe, irgendwelche Designer-Klamotten, was man oft am Album von mir hört, dass ich das anprangert, immer das Designer-Klamotten-Rap. Ich kenne mich schon so gut aus mit Designer-Klamotten. Vor 10 Jahren, wie ich angefangen habe zum Rappen, habe ich keine Ahnung gehabt von Designer-Klamotten, ehrlich gesagt. Aber ich weiß schon viel Bescheid über die Marken, wo man es kaufen kann und so, weißt du? Und darum höre ich auch gern so Dancehall-Playlists. Deutsch oder Englisch? Also gibt es so englische Playlists auf Spotify, die ich gerne höre. Ich habe mir sogar so eine Latin-Playlist eingezogen, nice. Wo bis mir der KS einmal gesagt hat, das klingt voll positiv die Lidl, und dass die voll die düsteren Themen besingen, obwohl das voll die positiven Vibes an dem Lidl rumkommen. Das habe ich auch ziemlich interessant gefunden. Für so ein Mariachi-Song, wo es eigentlich um Pädophilie geht oder so. Wirklich? Und nach einem gewissen, ja, das unterstützt man natürlich nicht. Und nach einem gewissen Grad an die Killer kann es passieren, dass ich AC/DC auflege. Okay, das dem wollen wir auf jeden Fall entgegenwirken. So. ja, dann glaube ich, würde ich gerne an die Frage anschließen. Und zwar, angenommen jetzt, du hättest die Wahl, du darfst da einen österreichischen Rapper, einen deutschen Rapper und einen Ami auf dein Album holen, so, und du musst dir für einen entscheiden jeweils. Für wen würdest du dich entscheiden? Das ist eine arge Frage. Aber ich werde es beantworten aus Anstand. Intuitiv beantworten. Ja, Österreich Defil, Deutschland Haftbefehl, Amerika. Ich kenne so wenig amerikanische Rapper. Dann nehmen wir. Nein, Ami-Rap höre ich wirklich ganz selten. Sagen wir Eminem einfach, oder? Okay. Weil den habe ich mit 12 war das der erste Rapper, den ich gehört habe. Warum Haftbefehl?
Der Haftbefehl hat mich damals, am Anfang habe ich ihn gar nicht verstanden. Am Anfang habe ich mir so gedacht, so, ja, das ist doch kein Rap, was macht der da? So die typische Annahme, weißt du? Am Anfang waren wir alle so, glaube ich. Und dann, wie es Kanakisch rausgekommen, das Album. Und das habe ich richtig gefeiert. Dann Blockplatin, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, das ist in Deutschland indiziert. Und dann Russisch Roulette. Und das hat, finde ich, das war eines der geilsten Alben, die jemals gekommen sind. Das Neiche, das weiße Album, ist kickt mir jetzt nicht so arg, aber es sind auch geile Nummern oben. Je nach Geschmackssache. Unzensiert war auch gescheit fresh. Ja, bei das weiße Album probiert ein bisschen mehr, kommt man vor. Also, ja, aber guckt sie mir aus. Mit Shirin David haben wir gedacht, brrr. Ja, stimmt, die ist geil. Die ist geil, das hast du recht. 99, 4 bis 6, oder da war auch nochmal irgendwie. Da ist auch eins, was richtig fett ist. Das stimmt. Das ist eine oldschool Nummer dabei. Nein, es ist ein geiles Album auf alle Fälle, aber zerrissen hat einfach Russisch Roulette und drum. Ja, das stimmt. Damals hat das alles zerrissen. Ja. Also dann trinken wir jetzt an, oder? Nimm ja. Darf ich dir das Mic noch mitgeben? Du darfst mir das Mic geben, auf jeden Fall. Warte, machen wir wieder richtig? Ja, fix. Venture Danger, gell? Obwohl ich mir noch nicht sicher bin, ob vorher oder nachher. Interessant, dass du nicht Tupac oder Biggie gesagt hast. Das ist dein normal. Stimmt eigentlich. Ist das respektlos? Ja, ich glaube, er ist zu wenig schwarz dafür. Oh. Also auf jeden Fall hätte ich... Meine nächste Frage kriegt ja an ein Wunschfeature. Und zwar... wen würdest du gern auf einem Track haben, der nimmer lebt? Da ist jetzt aber auch wurscht, welche Genre. Aber weil ihr es vorher gesagt habt, eben Buck und Biggie, Onyx war ein geiles amerikanisches Feature. Okay. Onyx feiert die gescheit. Ja, sowieso, ich sag noch, das will man gar nicht. Ja, wie gesagt, ich befasse mich so wenig. Ich höre auf die Playlists und weiß gar nicht, wer der rappt. Ich höre einfach die Playlist. So, hören sie alle gleich, okay? Nein. Auf alle Fälle, von den verstorbenen Rappern, Musikern, na die sagen Bon Scott von AC/DC, das ist der Sänger, der an seinen eigenen Erbrochen gestorben ist. Okay. Der war geil, wenn der Hook singen konnte. Weil ich dachte, das ist ja auch so ein Freiduser-Album wie du. Ich hab ja öfter einen Sänger gewechselt, gell? Ist das der was halt die größten Hits dann hat damals? Das war der bis so circa Highway to Hell oder ein Album nachher noch da war. Okay, also der erste Sänger. Und der ist dann... Also. Der ist dann verstorben, weil er an seiner eigenen Kotze erbrochen ist im Auto und so dicht war, dass er nicht aufgewacht ist und er am Aussuchen hat können. Deswegen stabile Seitenlage. Und kontroverser Podcast teilweise, aber die erste was wollte ich jetzt sagen? Brian Johnson war dann der zweite Sänger. Jetzt ist das Ganze ganz was anderes, jetzt kann man es nicht mehr so als AC/DC singen. AC/DC oder AC/DC? Wer möchte das, Mike oder Sie, wieder euch wieder mal was fragen? Du kannst uns gerne jederzeit auch was fragen. Ich habe irgendwie so ein Kernl im Mund von dem. Ja, voll bei den Zitronen. Ding. Der steckt uns nicht. Wir sollten den Podcast, also für alle, vielleicht ist es schlecht, dass wir das erst jetzt erwähnen, wer weiß, wie viele noch dabei sind. Aber jetzt habt ihr vor kurzem ein Projekt gehabt, was richtig durch die Decken gegangen ist, also für Linz-Rap-Verhältnisse auf alle Fälle. Ja. Da wird es vom ehemaligen Landeshauptmann geteilt, vom Bürgermeister. Einerseits sicher was uns stolz macht als Rapper. Andererseits könntest du nichts Gegenteiliges sagen. Aber sag's mal kurz. Ich find's cool, dass ihr das gemacht habt. Ich finde auch den Vibe von dem Video geil. Das Auto ist extrem geil. Habt ihr das geliehen? Genau, das ist nice. Gemietet? Das war richtig nice. Auch der Style, so Outfit von dir, so dein Style konträr dazu. Hat mich zart. Ist jetzt nicht so die Mucke, die normal hoch, aber ich bin immer der Meinung, man kann sie Musik auch hören und trotzdem neutral urteilen. Wurscht, ob das jetzt den eigenen Flavor voll oder Vibe voll trifft. Ja, weil das macht was anderes, nichts Schlechtes, weißt? Ich finde das immer scheiße, wenn man sagt, das taugt man nicht, das ist scheiße. Ja, da hat wer vielleicht viel Arbeit reingesteckt, ist 10 Jahre Musiker, kennt sich voll aus und dann sagt irgendwer, das ist scheiße, weil sie gar nicht auskennt. Nur weil es einem nicht taugt, weißt? Darf ich da kurz einhaken? Und wolltest du noch was sagen zu der Nummer vielleicht? So, wie das zu der Idee gekommen ist? Ich glaube, das hat es bisher noch nicht gesagt. Voll. Ja genau, ganz kurz, genau das, was du gesagt hast, haben wir letztens auch mit dem Julian, also mit unserem Mix Mastering Sound Engineer drüber geredet, dass wir halt jetzt, glaube ich, es klingt zwar ein bisschen abgehoben, aber ich glaube, wir sind an einem, zumindest bei dem Lied, an einem Level, wo wir sagen können, rein objektiv kann keiner mehr sagen, es ist schlecht. Weil da ist einfach so viel an Expertisen, also jetzt nicht an unsere so, aber allein was tontechnisch eben Coffee Sound da rausgeholt hat, was videotechnisch Intense Studio da rausgeholt haben, das ist einfach was rein objektiv schon eine gewisse Qualität erreicht hat und das kann man nur mal sagen, okay, mir taugt's oder mir taugt's nicht. Und ich finde subjektiv scheiße, wie du genau gesagt hast. Aber genau.
So viel wollte ich mal dazu sagen. Dann nur ganz kurz Shoutout an die Caritas, weil sämtliche Einnahmen von diesem Song werden eben gespendet, weil wir das Ganze auch zurückgeben wollten an die Stadt Linz. Unter anderem das Helpmobil wird damit unterstützt, das eben Obdachlose in Linz da ein schöneres Leben ermöglicht. Und jetzt würde ich dir nur einen Rest lassen zu dem Lied. Ja, du hast auf jeden Fall einen Pressetext gut abgelesen, so irgendwie weg. Auf jeden Fall, ja, danke an alle Unterstützer, die uns bis jetzt irgendwie da unterstützt haben. Zur Frage nur mal, wir haben sich einfach am Anfang gedacht, so, hey, wir wollten mal einen Song für Linz machen, weil es gibt natürlich Songs über Linz und von Linz, aber irgendwie, wenn du an Linzer fragst, was taugt dir an Linzer? Ja, nein, eigentlich wie weg nach Wien ziehen oder so. Und du hast dieses Gemeinschaftsgefühl nicht. Und ich habe mir gedacht, irgendwie fällt uns vielleicht der eine Song. Ich würde es nicht sagen, wir haben den einen Song gemacht so. Aber ich glaube, wir haben einfach ein bisschen im Sommer 2020 gut eingefangen. Wir haben mal extra geschaut, dass wir keine Masken und so sagen, was der das nicht in 10 Jahren hast. Ah, genau, dann, da habt ihr es gemacht. Auf jeden Fall, ja, wir haben keine bösen Hintergedanken gehabt mit der ganzen Nummer. Als Rapper, ich weiß nicht, was ich als Rapper zu dem Song sagen soll, weil es ist halt vielleicht nicht ganz Rap, es ist ein wenig poppig, aber durchaus einfach ein Experiment, eben wie wir vorher geredet haben, einfach um zu sagen, so, hey, ich kann sowas auch, ich muss das jetzt nicht immer machen, habe ich auch nicht vor. Und ja, wir hätten jetzt auch vorher auf das einsteigen können und nur so Musik machen können, aber das ist einfach nicht unser Film, wir wollten das einfach für Linz machen. Und ja, also seid's nicht, erschreckt euch nicht, wenn die nächsten Songs ein bisschen Ärger nach vorn gängen und ein bisschen kontroverser sind. Nur ganz kurz. Ich möchte nur ganz kurz einhaken bei dem, was du gesagt hast, weil es jetzt nicht genau Rap ist, aber um da jetzt nochmal einen Kreis zu schließen zu dem vorigen Genre-Switchen und so weiter, rein, was ja doch unter Rappern ein sehr wichtiges Thema ist, wie es vom Lyrischen ausschaut. So. Und ich glaube, ich habe keinen Track, der bessere Reime hat wie mein Linz, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da habe ich einmal mein Reimniveau gesprengt mit den letzten zwei Zeilen, die insgesamt, glaube ich, lass mich nicht liegen, 22 Silben haben, die sich aufeinander reimen. So. Und das habe ich sonst noch nie geschafft, so, weißt du, Alter? Und deswegen, jeder, der Hip-Hop ernst nimmt, muss zumindest vom Lyrischen her sagen, okay, die haben da schon einen Anspruch gehalten, so, weißt du, auch wenn es musikalisch was anderes ist. So. Aber Rap-Technik ist zu einem gewissen Maß trotzdem da. Wie ein junger Bub war, junger Mann, habe ich auch noch solche Ansagen rausgehauen. No disrespect, no disrespect. Nein, auf alle Fälle. Und ich denke mal, dein Part hat sehr schnelle Stöhnen, wo ich mir denke, wenn man das jetzt wirklich mit einem Hintergedanken macht auf Masse, dass man das gar nicht so machen sollte wahrscheinlich, weil das viel zu schnell ist für die Leute zum Horchen, für die Masse. Weil die gar nicht so viel Rap horchen vielleicht. Also ich merke es oft bei meinen Eltern, die sagen, sie kommen gar nicht mit, sie verstehen die Wörter nicht und ich denke mir, was, so viel langsam. Aber einfach, weil man das nicht so gewohnt ist, vom Rap horchen. Mein Papa hat es gedacht. Leiwand. Er sagt dann endlich mal, gib dir ein bisschen Gas bei den Sorgen. Zuerst die 3 Minuten, weil er ist schon so schmutzig. Und kauft, kontroverse Fragen oder eine gefährliche Frage, kauft es auch abseits vom Videodrehs manchmal Kupfermucken? Ja, schon lang, aber ich muss ehrlich zugeben, ich lege es dann irgendwo ins Eck und nehme mir jeden Tag vor, dass ich lese und ich lese einfach viel zu wenig. Also nicht, weil es mich nicht interessiert, was drinsteht, sondern weil ich einfach Social Media verseucht bin und nur mein Handy lese. Aber ich kaufe es mir schon. Ich nicht, weil ich habe kein Geld. Hier und da schau, wieso nicht. Also spricht nichts dagegen. Das ist auch vielleicht ein kleiner Weg, um Linz ein bisschen was zurückzugeben. Die auch 2 Euro dann, glaube ich, kam weh und die kann man auch da lassen, ohne dass man die Kupfermucken unbedingt mitnimmt oder lässt. Ja, auf jeden Fall, glaube ich, haben wir einfach ein bisschen was kurz probiert. Schmeckt natürlich nicht jedem, also es ist auch aus unserer Kreise, weil ich vorher gemeint habe, wir dann auch in der Crew das besprechen. Der Chaos ist dann auch gekommen und so, oh, ich bin mir nicht sicher, sowas der, aber es ist dann gut aufgegangen und weil bei uns darf einem im Endeffekt auch jeder machen, was er will, so und ja, mal schauen, was die Zukunft so bringt. Der Flo hat, glaube ich, noch ein paar interessante Fragen vorbereitet und ja, und wir werden die jetzt ein wenig bombardieren. Du darfst uns natürlich dann auch wieder ein bisschen was fragen, so ist es nicht. Okay, wow, jetzt dreist mich da, lockst mich da aus der Reserve, oder? Jetzt war ich schon gar nicht mehr darauf eingestellt, dass es wieder mehr umgeht. Na, Spaß. Okay, so, dann gehen wir zurück zu dem, also warte, wir haben vorher gerade so ein bisschen über Rap als Religion geredet, so, und deswegen, was war dein schönster, inspirierendster, coolster Rap- bzw. Hip-Hop-Moment? Oder wenn dir jetzt keiner einfällt, dann einfach ein Beispiel dafür. So. Also eines der krassesten Dinge, die ich jemals live gesehen habe, sagen wir so ein Live-Konzert, Hip-Hop-Camp.
das Jahr kann ich mich nicht mehr erinnern, 2013, 2014. Und Onyx live. Also ich habe noch nie wen gesehen, der so viel Energie live gehabt hat, durchgerissen hat eine Stunde, alles angerissen hat, dass man sich denkt, unglaublich, was die für Power einlegen können, obwohl ich schon so lange rappen, das hat mich extrem beeindruckt, dass sie immer nur so ein Feuer haben, dass die einfach auf Bühne gehen, umschalten und bam, die rasieren ab, das ist heftig. Das war eigentlich der ärgste Moment, ja. Eben gerade bei Onyx. Also Shoutout an Onyx an der Stelle. Gerade bei Onyx ist es eben steil, weil die ja jetzt schätze mal tief um die 50 sind, oder? Ich weiß nicht. So, da darfst du mal schätzen so und eben mit einer Energie kommen, die du sonst oft in der Rap-Szene nur mehr bei den ganz hungrigen Newcomer siehst. Und eben, die ziehen das seit Jahrzehnten so durch. Ich hab's in der Kapu gesehen, die ja eigentlich viel zu klar ist für so einen fetten Act. Aber die Decken hat tropft, Alter, das war einfach. Die Luft hat knistert praktisch, weißt du, weil so viel Energie da im Raum war. Das ist schon steil. Ich auf jeden Fall, die das überlebt hat, so einen Auftritt. Ja, gut, dass du live ansprichst auf jeden Fall. Meine Frage ist, bist du schon live aufgetreten? Und wo wird man jetzt dein Album live hören können? Beziehungsweise habt ihr da irgendwas in Planung? Weil bei uns wird es jetzt auch eher so ausschauen, als ob die Veranstaltungen abgesagt werden. Ja. Vielleicht kannst du zu was sagen. Also Live-Erfahrung früher habe ich schon einige gesammelt, sagen wir es so. Natürlich immer so ein Support-Act oder sowas. Meistens war auch bei unseren Gigs, es war immer einer der erste, zweite, dritte Slot, wo halt nicht so viele Leute da waren. Und so um die 20, 30 Shows werden das gewesen sein über die Jahre. Die geilste Show war mit Normbruch-Crew damals, wie der Defil in Salzburg gespielt hat, weil da waren wirklich einmal mehr Leute da schon im Rockhaus und das hat echt eine Gaudi gemacht. Aber so haben wir schon Erfahrungen gesammelt, zumindest wie das ist auf der Bühne, wie das ist, wenn dann Leute ausschauen. Einmal im Posthof, wie da war so ein fette Ding, so ein fette mit Krokocheck, Bum Bum Kunst, ich weiß gar nicht mehr, Bum Bum Kunst dabei, war Defil, so... Wie heißt das, so Fire... Jetzt Switch. Ich weiß auch nicht. Nein, Fireglad, aber das war nicht Fireglad, das war irgendein anderer Jam. Okay. Hoffe ich. Aber check aus Fireglad. Ja. und da war es auch cool, weil da hat man mal das Feeling gekriegt von einer größeren Bühne. Auch wenn die quasi wie alle 10 Meter ist eine Person gestanden bei uns quasi so. Also es war so wie über Resonance. Ja, oder so Feeling eher Soundcheck-mäßig. Aber war trotzdem cool. Und da haben wir einige Erfahrungen gesammelt. Jetzt muss ich sagen, ich war ein, zwei, dreimal vor anderthalb Jahren, zwei Jahren beim Defil dabei. Ein, zwei Parts kicken. Wie es jetzt ausschaut, wann mich wer buchen will, dann bin ich offen dafür. Ansonsten werde ich schauen, dass ich mit den COC-Jungs ein wenig mitschaue. Ja. Ein wenig im Vibe catchen, vielleicht ein wenig was rappen, wenn man darf. Und genau, das ist der Plan. Weil wirklich darfst du das Rappen ja, durch die Gegend führen. Und nicht so viel Fehler einbauen wie vorher. Nur mal zurück zum Gewinnspiel. Das ist mein Album Shinigami auf einem Zettel ausgedruckt, weil es gibt es nur als Download und als Stream. Checkt es aus, iTunes, Apple Music, Spotify, Deezer, den ganzen Stuff, Google Play Store, Amazon, YouTube Music. Und wer die Fehler findet in dem Rap, den ich am Anfang gekickt habe, braucht euch das Little Killer on Demand auf Anfang die Plattformen an, der kriegt den Zettel unterschrieben. Einsendungen alle an Grandmaster Flow. Aber ihr müsst ja mindestens 10 Nachrichten hintereinander schreiben. Sonst wird es nicht gewertet. Sehr gut, der Flow. Ja, also spürst schon was? Ich spüre mich. Ja? Da darf ich noch mal kurz einhaken. Also, das sollte man vielleicht am Anfang als Disclaimer bringen, so, aber wirklich an die Menschen da draußen: konsumiert verantwortungsvoll. Nehmt keine Drogen und wenn sie es nicht sein lassen, könnt ihr mit den Drogen, dann nehmt es zumindest verantwortungsvoll. Wenig, schaut mal, wie es wirkt auf dem Körper, mischt nicht irgendwas durcheinander. Aber am besten ist ja damals gar nichts, geht einfach pumpen oder so, weil der Tiger geht abpumpen, der Flow pumpt da. Die wissen, was das für Feeling ist, einfach ein geiles Feeling, danach ein natürliches Feeling, was man einfach durch den Körper kriegt. Also überlegt es euch zweimal, ob es den ganzen Kack macht und wenn es nicht sein lassen könnt, passt es einfach ein wenig auf. Wenn, dann pumpt es zumindest auf Drogen. Ja, auf Drogen nicht trainieren, auf Drogen nie trainiert. Was sind da deine Ambitionen, was Sport angeht? Willst du Mr. Olympia werden oder was ist los? Was wird da? Muss man die bald auf der Bühne betrachten? Also da muss noch ein bisschen Zeit vergehen, bis ich so Videos machen kann mit dir, wo wir dann uns präsentieren. Ja, weil da bist, muss ich da schon mal Respekt geben. Ja, danke vielmals. Echt gut trainiert. Und bei mir war es zu, also ich war vor zweieinhalb Jahren einiges massiver und ich bin immer noch in dem Gewichtsabnahmeprozess. Also ich
geschaut, dass ich einfach an meine Grenzen gehe im Training, aber ich esse wenig. Natürlich gibt es manchmal so Cheat-Phasen, wo man das Gewicht ein wenig hält, aber ich esse relativ wenig, so 2000 Kalorien, ich weiß nicht, ob du das was sagst, 2100 Kalorien am Tag ist recht wenig für mich, wenn ich trainiere auch noch. Aber ich meine nur von der Menge her, ob du da ein wenig informiert bist. Und genau, mir geht es eigentlich um Gewichtsreduktion und gesund. Einfach für den Körper. Natürlich ist es geil, wenn auf einmal die Schulter ein wenig breiter wird, der Bizeps auf einmal ein wenig rauskommt. Das sind halt schöne Nebeneffekte, da ich sagen. Okay, das heißt, das ist nicht der Hauptziel auf jeden Fall jetzt da am Strand. Nein. Da irgendwie der Strandmeister zu sein. Hart. Oh, du. Das passt schon ein bisschen bärlich, sowas, das gehört dazu. So kommst du auch noch hin, Bro, mach dir keine Sorgen. Ich hab keinen Stress. Du, das muss sein, es muss sein. Du musst heiß da, es wird blöd, wenn es am Rücken ein Teppich kommt. Ja, ja, ein paar bei mir auch schon da oben, so ein, zwei, was da. Mein Gott. Ich bin doch kein Werwolf, Alter. Du traust mich da nicht so. Sehr gut, sehr gut. Ich habe auf jeden Fall auch noch ein paar interessante Nebenfragen, die jetzt nichts mit der Musik zum Daumen hören, nicht spicken da. Ja, und zwar haben wir sich vorher deine Videos angeschaut und ich habe eine ernst gemeinte Frage. Ja, und zwar habe ich da Tanzperformances gesehen und ich wollte dich fragen, with all due respect, hast du keinen besseren Tänzer als den Teufel gefunden? Okay, ja, no disrespect, das war gut, dass du das dazu gesagt hast. Das ist eigentlich spontan entstanden. Das ist eigentlich spontan entstanden. Der Devil ist der Segen ist einer der Tracks, die er persönlich am meisten dran an meinem Album. Sag ich zum Beispiel für ihn, weil er das mir so gesagt hat. Und wir sind so zusammengesessen, während wir schon die komplette Abmischparanoia geschoben haben, beziehungsweise nur ich. Ich habe vorher die Abmischparanoia gehabt, immer so die Spur noch leiser, die lauter, da ist ein Knistern, wo ist das Knistern her? Auf einmal her ein Knistern, nachdem ich es 100 Mal gehört habe, weißt du? Und der hat mich dann immer therapiert, dass alles cool ist, es klingt eh geil. Das gehört so. Ja, und dann auf einmal hat er so Dance-Moves ausgepackt und dann habe ich so gesagt, ja, das schaut aber cool aus. Und dann habe ich gesagt, ja, mach mal ein Video, passt. Das war's. Es ist, finde die Dance-Moves eigentlich schon cool, aber man muss ja ein wenig abstrakt sehen. Ich kann eigentlich nichts sagen, ich kann nicht tanzen. Aber nächstes Mal du dann in mein, nächstes Mal tanzt du in meinem Video. Ey, weißt du, dass ich eigentlich ein Schauspieler von deinen Videos gewesen war? Ich weiß. Voll. Ich weiß. Ich hab keine Zeit gehabt. Ich hab keine Zeit gefunden. Ich schulde also in KS und dir immer nur ein Schauspiel, eigentlich so gesehen. Ja, du warst eigentlich, für die Leute, die Shinigami-Video sehen, geplant gewesen, ja? Als Rolle im Shinigami-Video. Aber ich bin da jetzt nicht base. Wir sitzen da am Gaudi und vielleicht passt es ja mal, dass wir irgendwas machen gemeinsam. Gell? Also ohne. Ich habe jetzt on-camera gesagt. Schuld des KS und Rotten-Sensei, so, dein schauspielerisches Talent. Das heißt, ich muss ja was Besseres hinlegen. Oberkörperfrei vor allem, dann machen wir oberkörperfrei. Oh shit. Ich rasiere mich auch, wenn es selber ist. Nein, passt so. Na, der Rückenhaar represent, oder? So, jetzt wieder weg von Rückenhaare und Breakdance, oder? Und jetzt eine Frage, wo du wahrscheinlich ein bisschen überlegen musst, aber auch wenn du gesagt hast, du suchst jetzt nicht so aktiv Musik, aber ich denke, du wirst trotzdem ein paar Lieblingslieder haben, so angenommen, du darfst dein Leben lang jetzt nur mal drei Lieder hören. Welche wären das? Das ist aber eine Hardcore-Frage. Das ist eine Hardcore-Frage, Jungs. Aber ich mache das ganz spontan. Und zwar, erstes Lied. Nur drei Lieder, mein restliches Leben, da wirst du sowieso geisteskrank. Da höre ich keine Musik mehr, ganz ehrlich. Oder muss ich es dann durchgehend hören? So jeden Tag einmal zumindest. Du musst nicht, aber das sind nicht die einzigen, die du hören kannst. Okay, also ich höre Haftbefehl. Und zwar die Nummer... Der Blick, Alter. Nein, ich denke, er hat eine gute Mucke. Welche Nummer soll ich denn machen? Nehmen wir 1999 Part 1. Der geht nur 1 Minute 20, aber er ist extrem geil. Also den haben wir sicher schon 150 Mal angehört. Also war cool, wenn man das Reset im Hirn noch kriegt, das man noch nie gehört hat vorher. Ja, dass jedes Mal wieder der Flash kommt. Dann Steph London, 16 Shots. Die Nummer beim Pumpen, Alter, da bist du deppert, da geht's richtig ab. Das ist so JBB-Rapper, gell? Nein, das ist eine Dancehall-Sängerin. Oder Rapperin, Tanzer, Steph London. Achso, ich bin der Tech. Und die hat die Nummer 16 Shots, weiß nicht, ob du kennst. Nein, ich kenn's gar nicht. Da geht's drum, wenn wer was gegen ihre Mutter sagt, dann weiß das quasi. Das finde ich irgendwie dope. Okay. Und die dritte Nummer, die wir nehmen, haben wir nur von. Fuck. Na, Metallica Enter Sandman. Okay. Die Nummer. Lustiger Einwand, mit 16, 17 habe ich in einer Metalband gespielt.
Also ich habe E-Gitarre genommen, weil man dachte, da ist mal cool und was mir jetzt nicht zart lernen, jetzt bin ich einfach betrunken herumgestanden und habe ein wenig soliert. Okay. Aber das Lied, was wir wirklich jede Probe sicher fünfmal gespielt haben, weil wir nichts anderes gescheit einprobt haben, war Enter Sandman und so hat sich das Lied einfach für immer in mein Gedächtnis brannt. Sehr gut, sehr gut. So, auf das stoßen wir an, das hätte ich gesagt. Also hast du eh Live-Erfahrung mit Schulbands und so. Haben wir alle irgendwo. Der Flo spielt ja auch Orgel. Im christlichen Jugendzentrum immer und haben geraucht und gesoffen. Sorry for that. Ja, und da einen Kirchenbeitrag immer zu haben. Da, das ist die Anti-Haltung, das passt schon so. Wo ich den nächsten trinkt dann der Tiger für mich, nimm meinen Joker. Oh, okay. Oh. Hast du das Wasser vorbereitet dazu? Nein, ich werde eh schon wahrscheinlich einen trinken. Ich hab dich als Joker genommen jetzt. Ja, oh. Ich habe einen Termin? Nein. Die Rolle im Video leichter, das kriegst du. Ja? Okay, ich muss auch so von. Was wird denn das? Okay. Schaut dann vielleicht sogar besser aus. Wer weiß? Ich muss ein Dance-Battle machen mit der Phil. Let's go, let's do this. Nochmal zurück zu einem besseren Thema Corona. Ich überfliege es noch schnell. Und zwar wollte ich nur fragen, was hast du in der Corona-Zeit so gemacht, wie der Shutdown gekommen ist, wie alles down war? Hast du Angst gehabt oder hast du daheim eingeschlossen und hast gesagt, jetzt kann ich endlich die Serien nachholen und so? Also ich muss ehrlich sagen, Corona hat mich am Anfang schon beeinflusst. Ein wenig stressig habe ich es gefunden am Anfang, wie das losgegangen ist. Was der auf einmal kriegst du eine Nachricht, hey, ab morgen ist die schon die Geschäfte geschlossen oder keine Ahnung. Schreibt da wer, dann schreibt da das, wer, du pumpst gerade nur am letzten Tag im Gym, wo gerade offen ist. Da ist schon so ein komischer Vibe in der Luft. Ich weiß nicht, ob ihr den auch gehabt habt. Einfach so, man weiß nicht, was passiert. Im Endeffekt war es dann so, dass man daheim gesessen ist und viele Leute einfach gechillt haben. Also für mich war es so, nachdem man sich ja nur mit Leuten in seinem Haushalt treffen hat, der fand, ich habe das halt einfach auch durchgezogen. Ich bin zwar nebenbei arbeiten gegangen, aber mein Tag hat so ausgeschaut, wenn ich daheim war. Ich habe Urlaub gehabt in der Zeit, ich mir gedacht, scheiß drauf, den gönne ich mir trotzdem. Aber ich mir gedacht, scheiß drauf. Im Endeffekt war ich in meinem Bad und bin auf meiner Badewannenkanten gelegen und habe da Bankdrucken gemacht mit Kurzhanteln. Da habe ich aber Stories postet damals, habe Bizeps trainiert. Also immer Schulter, also Rücken, was sage ich denn, Push-Pull-Leg. Einmal da, einmal das, einmal das. Darum bin ich viel spazieren gegangen alleine. Es war ganz schräg in Linz, ich wohne ja mitten in der Stadt und es hat sich so angefühlt, wie es war Weihnachten jeden Tag. Also von den Autos und vom Verkehr her, keiner ist draußen. Sonntag, jeder Tag Sonntag. Genau, aber Weihnachten Sonntag so. Und ich gehe so auf die Straßen, gehe so einfach und auf einmal kommt eine alte Frau ums Eck und ruft gleich von der Straße ab, wie sie mich gesehen hat, obwohl ich nur 10 Meter weg bin. Ich war sogar weggegangen für sie, wenn die zusammengeführt waren, weißt du. Es war komplett der Orga-Vibe, jeder hat die so angeschaut, du bist infiziert. Am Anfang haben wir sogar nur das Husten und zurückgehalten, weißt du, draußen, weil man dachte so, Alter, es war ganz weird. Also ich finde, es war schon ein wenig eine einsame Zeit auch. Ich glaube, dass beides arg ist. Wenn du mit Familie und Kindern daheim bist, dass das anstrengend sein kann. Dass natürlich die ganze Zeit aufeinander picken, hackeln müssen daheim vielleicht. Und es, aber auch diese, dass man alleine ist die ganze Zeit, glaube ich, ist auch recht anstrengend. Aber was hilft's? Ich habe dann ein bisschen gebraucht noch einen Lockdown, dass ich wieder rauszukommen aus mir. Okay. Und bin ein wenig so im Einsiedler-Modus geblieben. Weißt du, ich war da schon voll drinnen im Fokus. Aber so Serien schauen zahlt mir eigentlich gar nicht mehr so. Ich muss das ehrlich sagen, wenn ich einen Film schaue, dann schaue ich oft auf 15 Mal so quasi. Also ich schaue immer so 10 Minuten. Weil es ganz selten, dass mir ein Film nur auf einmal kickt. Okay. Da liege ich lieber rum und tue ein bisschen Freestylen auf Beats. Oh. Und ich freestyle jetzt dann nicht. Okay. Wie ist es euch gegangen bei Corona, sagt's mal? Ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich in Corona auch, also anfangs von der Corona-Zeit, da war ich in Deutschland, da habe ich noch in Deutschland gearbeitet und da habe ich die Nachrichten von Linz so gekriegt, boah, alle Geschäfte machen zu, werden schon aufbrochen nachts, die fahren schon Patrouillen um den Hofer und so. Also die ärgsten Geschichten, und ich sitze in Deutschland fest und irgendwann haben wir gesagt, ja, fahren wir zurück und das war genau der letzte Tag, bevor die Grenzen zugemacht worden sind. Wir sind auf ein Tankstück gefahren und da hat es einfach kein Benzin mehr gegeben. Und es hat einfach alles so diesen Gedanken genährt. Shit, jetzt passiert, jetzt geht es voll ab. Irgendwie, Apokalypse. Ja. Und ich bin voll in sowas drin, was der. Und ich habe gedacht, shit, Alter, jetzt geht es voll ab. Aber ich habe es auf jeden Fall auch dann eher als chillig empfunden, die ersten 2-3 Wochen. Und habe verdammt viel Zeit darin investiert, dass ich einfach die Mucke weiterbringe. Wir haben Videos auch draht mit Abstand und brav und so. Und du mit der Büringer jetzt nicht sein. Nein, das stimmt wirklich. Wir waren brav auf jeden Fall, großteils. Genau, also wir haben die Zeit auf jeden Fall genutzt, dass wir was weiterbringen und nicht nur chillen.
Und ich habe trotzdem Serien nachholen können, so ist es nicht auf jeden Fall. Ja. Flo, was hast du gemacht? Hast du was Produktives zusammengebracht? Natürlich, nur. Also ich glaube, ich war in der Corona-Zeit viel produktiver als mein restliches Leben. Nein, ich habe immer geschaut, so... Ja, voll. Ich bin sehr regelmäßig, habe einen sehr regelmäßigen Tagesrhythmus dann gehabt und wirklich geschaut, hey, im Studium passiert jetzt eh nichts. So. Ich schaue einfach, dass ich Rap push Ende nie und habe dann das an mich selber als Ziel gesetzt, ähnlich wie du, nur dass ich halt so jede Woche einen Track aushauen wollte, was sie dann Ende nicht mehr ausgegangen ist, so, aber zumindest dann 16 irgendwie für Insta oder so. Und habe das schon relativ lang durchgezogen und halt so Homemade-Videos gemacht, also zum Teil One-Take halt vor Mic oder so. Oder draußen im Wald oder sonst irgendwas. Voll. Und genau, und hab dann eben eine neue EP ausgebracht. Und da hat sich viel da auf jeden Fall. Also das geht sich sonst im normalen Alltag nicht aus, so viel Zeit irgendwie in Rap zu investieren. Also ich hab das eigentlich genossen am Anfang. Und dann jetzt, ja, irgendwann geht's dann eher am Arsch. Außer ehrlich, ich und du beide waren nicht trainieren in der Zeit. Also ich hab daheim trainiert, Alter. Ich hab's. Ja, ich, da war's wirklich konsequent. Da hab ich fünfmal in der Woche. Sicher hast du das gesehen, Alter. Schau da ein Emergency-Video an. Da bin ich dreimal präder als jetzt, Alter. 10 Kilo abgenommen in der Zeit. Wirklich? Ja, ja, voll. Ich brauch's Studio. Ich kann nicht daheim so dieses. Ich kann auch daheim nicht aufnehmen. Es war eh wack. Ich hab zwar so Kurzhanteln gehabt, wo ich bis zu 15 Kilo draufstecken hab. Genau so wie bei dir daheim. Aber du bist das auf einem anderen Level angefangen, das wir, gell? Wir haben ein wenig aufgeholt quasi in der Zeit. Ja, auf jeden Fall. Ja, viel Liegestütze und Tipps und Tricks. Aufpassen, Tiger. Aber jetzt bist du wieder unterwegs, oder? Jetzt bin ich wieder ein wenig unterwegs, weil für mich gibt es keinen besseren Sport. Ich kann sitzen dabei. Das sage ich auch immer. Unglaublich, wie oft man liegen und sitzen kann. Und dann macht man halt eine Minute was Anstrengendes und dann chillt man wieder. Ja, voll, ja, absolut. Und das ist geil, ja, voll. So bringt man auf jeden Fall was weiter. Und ich, Cardio zwischendurch. Ja, ich werde mir auf jeden Fall gut eindecken mit so Trainingszeug, falls wieder soweit ist. Aber wir hoffen natürlich, dass alles gut geht und alle gesund bleiben. Passt auf, brav Masken tragen und so. Genau, ja. Ja. Und ihr wollt mir jetzt zwingen, dass ich da was trinke, oder was? Ah ja, gut, danke. Anna geht sich aus. Sicherlich. Weil du brauchst ja deine Hand. Ja, auf alle Fälle habe ich genug von so Verschwörungsvideos, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie es ihr da dazu steht. Jetzt hat er fast gehört. Also, nein, ich möchte nur sagen, also ich denke mir, okay, es gibt Menschen, die glauben nicht an... Ja, sicher braucht er seinen eigenen Corona-Safety. Ja, wie halt nimmt dann. Ist ja schon desinfiziert mit Tequila. Also ich denke mal, einerseits die Leute, okay, sie glauben, nein, nachher dann. Sie glauben quasi diesen Massenmedien. Zitrone wieder. Alles raw, gib mir. Sie nennen das immer so Massenmedien, die Verschwörungsecke. Ich nenne es jetzt einmal so, no front. Und sie glauben diesen Medien nicht. Aber warum glauben die irgendwelche Videos, die so komische Seiten teilen, wo so ein russischer Wissenschaftler irgendwas verzählt mit einem Untertitel auf Deutsch? Keiner weiß, ob das überhaupt aus dem Jahrdraht ist oder ob der vor 20 Jahren gesagt, ganz was anderes geredet hat über das Pokern oder keine Ahnung. Das denke ich mir immer. Und ich kann es nicht mehr sehen, ehrlich gesagt. Und 5G verbreitet Viren und keine Ahnung, oder? Oh, du hast das Fassl auf jeden Fall aufgemacht. Ich kann dazu nur sagen, ich bin kein Virologe, ich bin kein Arzt, ich bin gar nichts von dem. Ich darf mir da gar keine Meinung dazu bilden, ehrlich gesagt. Und ja, ich bin offen für alle Informationsquellen. Und man muss ein bisschen zwischen die Zeilen lesen, glaube ich, einfach. Und man macht sich so ein bisschen sein eigenes Bild. Ja. Jeder hat auch so ein bisschen, glaube ich, seinen Gedanken dazu. Aber... Ja, ich hoffe einfach, dass es alles vorbeigeht, weil es hat uns alle zurückgeworfen. Auftrittsmäßig muss ich einfach ein bisschen mehr da. Wir haben ja monatlich einfach unsere Auftritte gehabt. Da war der KS und alle waren da. Die Blunt-Kartell-Cypher. Yeah. Und bist auf jeden Fall herzlich eingeladen, nächstes Mal, dass du mit uns auf der Bühne stehst. Ja, vielen Dank. Jederzeit. Bescheid, so wie sonst da am Sonntag in der Früh machen wir einen Podcast. Voll. Sonntag machen wir keine Zeit. Uns ist auf jeden Fall auch wichtig, dass wir nur Musiker einladen, die ein Release haben. Also es bringt mir nichts, wenn jetzt mein Cousin da reinsitzt, der einmal auf einem Lied war, glaube ich. Und ja, gut, dass man... Shoutout an seinen Cousin, by the way. Ja, ja. Free Omer. ja, an dieser Stelle auch Free Sanitäter. Der Sanitäter ist leider auf Urlaub in Schweden. Und ja, er müsste bald wieder daheim sein. Um drüber zu lachen, ja, voll. Du hast da noch Fragen? Ja, auch, nur kurz auf Corona so zurückzukommen. Ich finde halt, wie bei allem im Leben so, man sollte halt immer sich dessen bewusst sein,
dass man nicht die objektive Realität mit Löffeln gefressen hat und dass das eh keiner weiß und dass die Wahrheit normal immer irgendwo dazwischen ist, so, weil ich bin auch grundsätzlich froh drüber, dass halt bei uns kaum Leute gestorben sind, so. Das heißt nicht, dass man nicht trotzdem die Regierung kritisieren darf für den einen oder anderen Move und genau, ich finde es grundsätzlich nicht schlecht, wie jetzt das gehandhabt worden ist, aber dann gibt es natürlich so Themen wie, weiß nicht, Maskenpflicht in die Öffis und so weiter, wo es dann doch sehr konträre Meinungen gibt und wo man nicht von vornherein weder die eine Seite, die sich total streng da hält, nur die andere Seite, die jetzt Verschwörungstheorien nachhängt, von vornherein jetzt das Recht zu urteilen absprechen darf, meiner Meinung nach, sondern es ist halt eben, irgendwo gibt es die goldene Mitte und wer, was wirklich stimmt, weiß man de facto eh nie, vielleicht einmal in der Matrix. Und okay, dann jetzt nochmal zurück zum Album. Letzte Frage von meiner Seite zu dem Album. Hast du einen Lieblingstrack? Wenn ja, welchen und warum? Also, Lieblingstrack. Eigentlich kann ich da nur sagen, Shinigami und Segen sind zwei Lieblingstracks und Sharingan, weil sonst hätte ich die drei Singles nicht ausgekoppelt. Okay. Shinigami, weil der Vibe und die Hook mich extrem geflasht haben selber. Hab ich am Anfang gesagt. Also meiner ist Shinigami auf jeden Fall. Okay. Shinigami. Shinigami, Shinigami, gib ihm. Kein Problem, kein Problem. Geografie, dann halt Sharingan, weil da habe ich meine Rap-Skills quasi präsentiert und Segen, weil es einfach bam vom Feeling her so ein Motivationstrack ist. Okay. Mein Lieblingspart auf dem ganzen Album ist allerdings Ruffian Rugged auf Wo bin ich? Weil der hat, das hat er ganz spontan aufgenommen und das hat mich so geflasht einfach. Das ist mein Lieblingspart am ganzen Album, ehrlich gesagt. Shoutout auf jeden Fall an den Dev für die Produktion und an den KS auf jeden Fall für die Videos. Die sind alle Hammer. Also auf jeden Fall Shoutout. Hammer. Rap Hammer, Videos Hammer. Checkt's Much out. Love. Ich wollte nur kurz sagen, meine zwei Lieblingstracks ganz spontan werden jetzt Pump und Ghostwriter. Haben wir am meisten gecatcht, die zwei. Kann ich das genau erklären, warum, aber das war halt das, was ich einfach aufgetaucht habe und dachte, ja, nice, zahlt mich. Ja, viel geil, Alter, danke. Pump ist lustigerweise auf einem Beat entstanden, wo ich im Nachhinein mal gedacht habe, oh, das passt überhaupt nicht, das passt überhaupt nicht, das stimmt überhaupt nicht zusammen. Das ist sehr abwechslungsreich, der Beat. Ja, aber nein, es hat auf dem Beat, was ich geschrieben habe, gar nicht drauf passt. Ja, und dank Dev, ja genau, also so Reggae-Sample drinnen, dann, so drei verschiedene Styles, dann die Pump, ja. Die Pump-Drums, Drums, Alter, die Pump-Drums, wo du quasi so pumpen kannst mit dem Takt quasi. Du musst einmal probieren. Ja, ich und Ghostwriter, lustig, falls euch das interessiert, ich werde es jetzt einfach droppen, die Knowledge. Und zwar jeder von uns drei, Ghostwriter war mein alter Rapper-Name. Ja. Aber Ghostwriter, also ich, Rotten Sensei, KS Kopfsache und Def Ill haben aus alle alten Lirdeln andere Parts zusammengemixt. Also das ist nicht frisch geschrieben worden. So ich zum Beispiel habe mir alle meine Lirdeln angehört und habe die Zeilen, die mir da rausgeschrieben und versucht, dass ich die zusammenbringe zu einem Part. Ah, okay. Und da hat man halt ein, zwei Zeilen umgeschrieben, weil damals habe ich zum Beispiel gesagt, ich gebe weiterhin meinen Körper, um meinen Geist zu betäuben. Quasi auf Drogen und so bezogen. Heute darf ich das nicht mehr sagen, habe ich natürlich das dann verneint. Aber so im Prinzip her ist das ein Best-of-Ghostwriter, insofern man das so nennen kann. Okay. Sehr geil, sehr geil. Meine Frage ist ein bisschen ähnlich. Und zwar ist die mehr auf Tattoo-Ebene. Und zwar gibt es allein von dir, wo du sagst, dass du dir die tätowieren lassen könntest oder würdest. Und die habe ich jetzt ehrlich von Ermdog geklaut, weil es irgendwie passt gerade. Und vorher hat er noch gesagt, die Frage ist scheiße, oder? Nur, dass ihr es wisst. Ich muss sagen, es sind wirklich kreative Fragen dabei. Habt ihr Lines von meinem Album, die euch tätowieren lassen dort? Nein. Wow! Was habe ich tätowiert? Hey, nimmer. Das ist ein natürliches Mal, das ist ein Geburtsmal. Ein Geburtsmal. Du musst ihn machen, aber das steht im Vertrag schon. In unserem Knebelvertrag. Ich konnte jetzt nicht sagen, ob ich mir allein tätowieren lasse, aber es gibt so ein paar Lines, wenn ich das immer wieder her, da wo ich mir denke, die sind cool, wenn zum Beispiel, was du gesagt hast vorher, Matrix, da habe ich so eine Line bei Ballermann-Bars, ihr redet von der Matrix, aber hört nicht, wenn es klingelt. Mhm. Jeder, der Matrix gesehen hat, weiß Bescheid. Weil du gefragt hast, ja, so tätowieren ist so ein Ding, ich habe bis jetzt erst allein tätowiert und das ist von Guru, I'm ready to lose my mind, but instead I use my mind. Also ich weiß nicht, ob man so überhaupt eine deutsche Line tätowieren lassen hat, aber so eine Line von dir, die ich nice gefunden habe, was so um die Ecke gedacht ist, war das, korrigier mich, ich werde es nicht ganz im Wortlaut wiedergeben, aber du schiebst deinen Film, also na, schieb nicht deinen Film oder halt maximal die Klappe.
So, also diese Doppeldeutigkeit mit der Filmklappe oder halt's mal. So. Ja, genau. Voll, das habe ich auf jeden Fall gefeiert. Die Frage ist, wie ist die Line gegangen, gell? Das war Segen auf alle Fälle, zweiter Part, letzten vier Zeilen. Oh, was rappe ich da? Ich sehe nur Attrappen. Wenn sie Filme schieben, dann halt wenigstens die Klappe. Keine Ahnung, es war schon wieder falsch gerappt. Ich muss meine Parts zum Rappen, aber es stängern kann ich. Es stängern kann ich Shows an, somit habe ich meine Tracks jetzt auch noch gar nicht eingeübt, obwohl ich schon 100 mehr gehört habe, keine Ahnung. Es sind, glaube ich, die Nachwirkungen ein bisschen von meinem Lifestyle früher, dass es ein bisschen länger dauert, bis die Parts sich sättigen, setzen. Aber man muss erst live abliefern, oder? Ja, auf jeden Fall. Auf alle Fälle, was ich noch sagen wollte, aber ich weiß nicht mehr, was ich genau sagen wollte. Ich gebe dir das Mic einfach wieder. Aber nein, bezüglich Tätowierungen, ja genau, die D-Line darf ich mir einfach tätowieren lassen. Ja, eine. Zeige ich dir. Warte, halt's nochmal kurz. Sieht man das so in der Kamera? Ist ein Totenkopf mit Mikrofon. Leib und gut geschädigt. So. Alter, damn. Da erkennt man schon die Gains auf jeden Fall am Bizeps. Ja, ja, sehr gut. Ein bisschen Fett ist auch noch dabei, das pusht den Bizeps ein wenig, weißt du? Jetzt kommt Winterzeit. Genau, also richtig bärig einfach. Und damals war ich 20, habe einen Tattoo-Gutschein von meinen Homies gekriegt zum Geburtstag und ich denke mir, was ist geil? Totenkopf ist geil. Wirklich so, es war wirklich nur so. Ich hätte mir so viele geile Motive aussuchen können. Wir waren da beim Sigis Tattoo-Studio. Okay. Und hätte mir so viele geile, kreativere Motive aussuchen. Ich meine, es schaut eh fett aus. Ja, aber ich habe einfach gedacht, Totenkopf geil und rappen du, also singt dann so als Mic und da machen wir das Mikrofonkabel einer quasi, dann ist da eingesteckt in der Vene. Okay. Aber heute hat ich was anderes tätowieren lassen, glaube ich. Aber darf ich kurz? Nein, ich hätte noch eine kurze Rap-Frage. Die ist jetzt gekommen. Nein, und zwar eine wichtige Frage, die für mich wichtig ist: schreibst du auf Zettel oder auf Handy? 99% auf Zettel. Ja. Immer auf Zettel. Handy. Ich höre oft so YouTube-Beats am Handy. Da muss ich jedes Mal hört der Beat auf, wenn ich da was eintippe. Ja, aber das zahlt mich nicht. Das sind dann wieder so dubiose YouTube-Downloader, wo ich nicht weiß, was mir da runtergeladen wird. Und dann melde ich mich für drei verschiedene Seiten an, während ich das runterlade. Aber auf alle Fälle. Don't steal music. Aber ich nehme es ja nur zum Schreiben quasi. Aber ja, ich schreibe eigentlich alles auf Zettel. Aber oft, das meiste muss so, bei mir entsteht das meiste so, ich fahre im Auto herum, höre die Beats immer wieder, wenn ich von der Hocken heimfahre oder so, Rap schaue mir dazu, habe dann vielleicht schon zwei Monate lang ein Hookgerüst im Kopf und irgendwann dann setze ich mich hier und schreibe es auf einmal und dann kommt das Hookgerüst vor oder es kommt auf einmal eine Zeile vor, die ich mir vor einem Jahr im Kopf gedacht habe. Naja, das habe ich auch aus dem Book of Raps bist. Nein, gar nicht, das ist einfach in meinem Kopf, auf einmal ist es wieder da und dann vergiss es wieder zwischendurch. Also manche Sachen schreibe ich schon auf, aber... Ja, nein, eher nicht. Wie ist das bei dir? Boah, du, ich witzig, dass du das sagst, so von ein, zwei Jahren zurück. Also es kann schon sein, dass ich irgendwie so allein irgendwie fünf Jahre im Kopf ist und ich nie den Kontext oder den Reim drauf gefunden habe. Und das kann dann schon sein, dass ich das einmal irgendwo einfließen lasse. Weil ich finde, Musik ist zeitlos. Das heißt, wenn ich was schreibe, was vor sechs Jahren relevant für mich war, kann das halt immer nur irgendwie eventuell Belang haben und ja, mir ist schon wichtig auf jeden Fall, was ich in die Lieder sage und ja, Alter, wie schaut es bei dir aus? Genau. Ja, mir ist eigentlich komplett unwichtig, was ich in die Lieder sage. Nein, Spaß. ja, also muss ich auch sagen, seit ich angefangen habe zu kiffen, hat sich mein Gedächtnis sehr verschlechtert, deswegen an alle, vor allem jüngeren Hörer des Podcasts oder Zuseher, wenn ihr ein gutes Gedächtnis haben wollt, dann lasst die Finger weg von Gras. Aber dafür, es macht halt auch wieder kreativ, um jetzt nicht nur die negativen Sachen zu nennen. Aber es ist schlecht für den Führerschein, um jetzt doch wieder negative Sachen zu nennen. Aber jedenfalls, um auf den Punkt zu kommen, jetzt, am Anfang habe ich es eigentlich alles auswendig gemacht. So. Ich habe einfach im Kopf halt einen Text geschrieben und dann so gehabt, abrufbar, weil eh nur Rap voll was Spannendes und was Besonderes war. Und mittlerweile ging das nicht mehr. Also ich schaffe es nur, einen 16er im Kopf zu schreiben und dann halt am Ende des Tages irgendwie zu notieren. Aber der hält nicht mehr lang. So, das ist... Ich habe nicht mehr das Gedächtnis, was ich früher gehabt habe. Und ich bin nur am Handy am Schreiben, weil Zettel würde ich verlieren. Und so habe ich es irgendwie eh online. Ist zwar dann auch kacke, wenn man dann im Tonstudio auf einmal keinen Akku mehr hat oder so. Das ist auch schon öfters vorgekommen. Aber ja. Voll, so viel dazu. Dann würde ich jetzt würd den Podcast nicht mehr allzu lang machen, weil natürlich haben wir eh alle viel Hardcore-Fans, aber ich glaube, wir sind eh schon über die erste Stunde hinaus. Ich würde nur ein kleines...
Format jetzt einführen, nachdem es unser erster Podcast ist. Und zwar sind es Hater-Fragen. Also wie du jetzt darauf reagierst, sei dir überlassen, ob du jetzt den Farid Bang Mutterbeleidigungsmode auspackst oder doch eher sachlich drauf eingehen willst. Genau, also es ist jetzt, nur um das gleich mal zu sagen, es kommt vielleicht jetzt der ein oder andere gemeine Frage, das ist jetzt nicht unbedingt unsere Meinung oder spiegelt das dann nicht unbedingt unsere Ansichten wider, aber wir haben uns jetzt mal in einen potenziellen Hater hineinversetzt, was der so sagen darf. 5 Minuten renne ich schreiert da aus, sie verwüst alles. Ja genau, hoffentlich, das ist das Ziel. Also so, Frage Nummer 1 von mir. Also nicht von mir, sondern vom Hater. Also so, genau, imaginärer Hater, so. Bist du nicht einfach nur ein weiteres Anhängsel von KS Kopfsache und Def Ill? Und was macht die zu einem einzigartigen, ernstzunehmenden Rapper als Solo-Act? Das ist gar nicht so hatermäßig eigentlich. Ich hab mir jetzt auch voll eine Beleidigung, du fetter Sack, was ist mit dir? Nein, sowas würde man gar nicht stellen. Ja, aber du seid ja nicht die Hater, die Hater sind ja imaginär. Wir haben einfach so einen Content von. Ihr seid gehobene Hater. Wir sind die. Ja, wir kennen gern nur dir von reflektierten. Also ich denke nicht, dass ich ein Anhängsel bin, auf alle Fälle. Der Def hat eine ganz andere Basis geschaffen für sich selbst und alle. Der KS Kopfsache auch die letzten Jahre hat extrem viel gemacht. Videos, Features, Raps, Album. Live-Shows, also der hat sich überall extrem eingebracht. Also ich kenne keinen von, also ich persönlich kenne keinen, ohne jetzt wem noch zu nahe zu treten, den ich vielleicht nicht kenne, kenne keine anderen zwar, die so hardworking sind wie die zwei. Aber ich habe ja vorher schon gerappt. Und ich bin mein eigener Typ schon immer. Und darum tangiert mich das überhaupt nicht. Mein Ego ist so arg gewachsen die letzten Jahre, dass ich oft ein wenig einbremsen muss. Und sicher macht man sich Gedanken, wenn wer irgendwas sagt, was nicht passt, aber das ist mir scheißegal. Ich bin, sehe mich nicht als Anhängsel und die sehen mich auch nicht als Anhängsel, zumindest geben sie das Gefühl nicht. Das sind einfach Homies. Sie haben mir die Chance gegeben, der KS Kopfsache. Ich habe es eh auf Instagram auch geschrieben. KS Kopfsache hat mich zu sich eingeladen und recorden, obwohl er mich nicht einmal persönlich kennt hat, weil er die alten Nummern kennt hat früher. Haben wir die Chance gegeben, das Album zu recorden, weil sonst hätte ich nichts zum Recorden gehabt zu dem Zeitpunkt. Der Def hat sich einfach die Beats für mich gemacht. Also, das reicht für mich als Anerkennung, ganz ehrlich. Ich glaube, auch das können wir mal anstoßen, ne? Ja, aber da muss der Tiger dann ein Abschiedsding noch dringen, oder? Ich habe ja schon. Hey, aber ich hätte auch noch Fragen, aber kommen nur Hater-Fragen jetzt. Ja, jetzt kommen wir, ja, beides. Du kannst uns auch eine Hater-Frage stellen. Es ist ja kein Interview, es ist ein Podcast. Alles Fragen. Nein, aber ich frage euch das am Schluss. Machen wir mit Hater-Fragen weiter. Okay. Aber ich würde euch gar nicht haten. Ihr seid so cool drauf, ehrlich gesagt, dass ich... Absolut. Also in Flow, im Flow habe ich eh schon gekannt und den Tiger. Ich bin ganz schlecht im Haten. Okay. Eine Hater-Frage, die aus dem Umkreis gekommen ist, weil wir haben auf jeden Fall Leute, die deine Musik zeigt und um zu schauen, wie sehen die das war, weil die gar nichts von dir kennen, beispielsweise. Was? Welche? Die Hater-Frage ernst gemeint, die jetzt kommt. ja, die war sogar ernst gemeint. Die war ernst gemeint und zwar, wieso du Englisch rappst, obwohl du nicht Englisch kannst. Das war der Konsens. Also prinzipiell habe ich in mir so den Traum gehabt, einfach einmal eine englische Nummer zu rappen. Mhm. Habe auch früher als Ghostwriter einmal eine englische Nummer gerappt. Natürlich ist mir bewusst, wie das klingt. Gerade, es klingt wie aus. Also, flowing like Arnie quasi. Ja, okay. Aber ich denke mir dann, scheiß drauf, ich bin zufrieden mit dem Flow. Ja. Aber man hätte es natürlich noch ein wenig mehr bearbeiten können, jetzt von mir selber aus, dass, aber aufgrund des Zeitdruckes habe ich mir die Zeit gar nicht genommen. Aber es hat schon gern einen Austria-Touch, muss ich sagen. Gell, schon. Ja, wenn du es international beim sagst, die finden das mega nice. Ich denke mir oft so, wenn andere aus anderen Ländern englische Musik machen, da lachen die auch einen Dialekt, zum Beispiel die Antwort. Ja, auf jeden Fall. Also warum soll ich nicht flown like Arnie, so quasi. Aber, ja, voll, das ist glaube ich auch vor allem auf Deutsch so, dass uns das peinlich ist, weil ich kenne halt ein bisschen so, aus der Latino. Okay, danke. genau, also ich glaube, dass wir vor allem in unserem österreich-deutschen Kulturkreis so dieses Englisch-Shaming haben, wenn unser Akzent nicht cool ist. Weil ich kenne das halt ein bisschen von Mexiko, ich habe ja ein Jahr lang in Mexiko gelebt und die sind stolz auf jedes englische Wort, obwohl die dann viel ärgeren Akzent haben. So. Und wenn da mal einer was auf Englisch bringt, dann alle so, wow, du kannst Englisch, Bro, was ist los? voll. Ja, genau, voll. Also das ist eben, ich glaube, dass international die Leute dann eher feiern, so auch den österreichischen Akzent, dass eher nur wir Ösis und Deutscher sagen, Alter, was ist los? So, aber genau,
Darf ich da noch was sagen dazu? Früher hätte ich mich einschüchtern lassen von sowas. Mhm. Vor einigen Jahren. Aber jetzt denke ich mir, wenn ich den Drang in mir habe, dann sollte das zu sein eigentlich bei der nächsten Nummer nur besser Englisch zum Rappen, wenn ich nur so eine Nummer mache. Ich habe gesagt, du machst ja auch englische Nummern. Englisch und behaupte auch nicht, dass ich... Aber du hast einen besseren Akzent als ich, was ich gehört habe. Okay. Also da schon mal Respekt. Aber ich glaube... Was das, die Krux ist an dem Ganzen ist, man muss aufpassen, was man rappt, wie man es rappt, das vorher oft durchgeht, ob man nicht Wörter vielleicht ersetzen sollte, ob man, damit es einfach trotzdem schön klingt. Ja. Weil ich merke, dass ich manche Sachen bei dem Track habe, was einfach nicht so gut klingt. Meiner Meinung nach. Und das war besser, wenn man sich mehr Zeit genommen hätte, dass man das austauscht. Aber zum Beispiel die Orgel-Lines auf Vocoder, ich weiß nicht, ob euch die geläufig sind im ersten Part, am Schluss, die haben dann schon wieder so einen Vibe, der irgendwie mit voll zart so. Also da denken wir dann so, ja geil. Genau, ja. Geil. Aber ich denke mir so scheiß drauf. Wenn ich das Gefühl habe, ich mache so eine Nummer, mache ich so eine Nummer. Und das wenn ich ein ganzes Album in Austrian Englisch mache, mache ich ein ganzes Album in Austrian Englisch. Und ich, jeder sollte machen, was er zahlt. Warte, ich bin da mit Okay. Hast du nicht gerade gehatet? Naja, gerade gehatet. Ich habe nur meinen Kommentar. Ich habe meinen Senf dazu gegeben und dir entkräftet sogar. So, also du wolltest gemeinere Hater fragen. Okay, dann versuche ich mich jetzt in einen gemeineren Hater hineinzuversetzen. So, was... Also aus der Sicht des gemeinen Haters, du schaust aus wie der klassische Oberstufenstreber aus dem Gymnasium. Wie willst du mit deinem Rap auf der Straße ernst genommen werden? Ich bin jetzt zwar im Glashaus und werfe mit Steinen, aber... ja. Ich denke, dass ich gar nicht das Feeling auf eine Straßenrappers bringe, oder? Okay, fragen wir nicht mehr anders an. Angenommen, du kommst jetzt zu du kommst jetzt in ein Ghetto-Viertel, da ist ein Open Mic aufgebaut, du kommst auf die Bühne. So. Wie, was glaubst du, was da die Leute sagen und wie willst du dann von denen Respekt kriegen? Ich glaube, wichtig ist nur, dass man die Eier hat und auch wenn man abgelehnt werden würde, jetzt von dem fiktiven Szenario abgesehen natürlich, dass man die Eier hat, dass man, oder nicht die Eier, das ist auch falsch gesagt, weil es gibt auch sehr viele dope MCs, egal welchen Geschlecht, dass man den Mut hat, auf die Bühne zu steppen. Nein, will ich gar nicht sagen, wir haben gestern ein interessantes Gespräch mit Defil geführt über Sexismus und im Rap und was nicht cool ist. Okay. Auschecken auf Instagram, Hashtag Apokalypse Defil. Auf alle Fälle ist da noch viel Aufbauarbeit, finde ich, zu machen. Mhm. Aber ich will jetzt gar nicht breit treten. Ich für meinen Teil habe entschlossen, dass ich auf meine Releases keine sexistischen Wörter mehr nenne. Das möchte ich einfach nicht mehr machen. Habe ich früher gemacht, jetzt im Sinne von, dass ich andere Rapper quasi beleidigt habe mit Schimpfwörtern gegen Frauen. Mhm. Obwohl ich das männliche Rapper waren. Damals habe ich mir das so rechtfertigt, das sind ja Männer. Mhm. Wurscht. Dann habe ich lange Diskussion gehabt auf der Uni, Soziologie und dann hat sich meine Sicht geändert. Na, und jetzt zu dem Straßenthema. Also, ich bin sicher kein Streber. Ich bin in der 7. Klasse dreimal sitzen geblieben, weil es mir nicht mehr Lernerzeit hat. Dann bin ich abends gegangen, 4 Jahre. Nebenbei halt kackelt. Dann habe ich die Uni angefangen, da wie geschmissen. Dann habe ich die 2. Uni angefangen, da wie geschmissen. Dabei war ich viel auf Drogen. Also, ein paar Credibility, ein bisschen Credibility, glaube ich, ist vorhanden. Voll, darf ich nur kurz was dazu sagen? Weil wir gerade gesagt haben, so fiktives Szenario, es ist gar nicht unbedingt so fiktiv, meiner Meinung nach. So, also ich habe so einmal den Moment gehabt, wo ich halt in Mexiko auf der Bühne war, wirklich in so einem Ghetto-Park, so irgendwie am Rande von einem sehr abgefallenen Viertel, wo die Leute halt mit anderen Motorradl rundherum stehen und irgendwie wirklich nur zwei Boxen und eine Bühne da ist. So. Und hab, glaube ich, nicht jetzt sehr viel Street ausgestrahlt an sich, aber halt dann trotzdem mich gut vorbereitet und geschaut, dass ich einfach geile Flows bringe und so. Verstanden haben sie eh nichts, weil es auf Deutsch war. Und die Leute haben das aber extrem gefeiert. So. Also ich glaube, dass gerade Rap auch ein Mittel ist, so dass selbst wenn du oder wenn wir beide jetzt nicht besonders Street ausschauen, so, wenn du dann auf der Bühne kommst und flexst und geil abgehst, Alter, und geil deliverst, dann kriegst du einfach den Respekt von den Leuten automatisch. Dem kann ich leider nicht zustimmen, wenn du sowas nämlich auf einer Poetry Slam Bühne machst, dann funktioniert das nicht, das kann ich aus Erfahrung sagen. Bro, ich war so oft auf der Poetry Slam Bühne in Oberösterreich. Ich nicht verstanden, die, they don't get it, Tupac war auch auf Poetry Slams. Ja. Ich hab gerappt, ja. Auf jeden Fall, also ich kann das jedem Rapper empfehlen, so, das ist eine voll interessante Erfahrung, wenn du mit einem Text gehst, wo du sagst, boah, da geht's mir wirklich um einen Inhalt, auf die Bühne aufführen, musst du jetzt nicht rappen, kannst du noch lesen, aber ist durchaus interessant. Schau dir dann Postskriptum, wirklich geilen Shit machen die auf jeden Fall auch mit ihren Slams. Vielleicht schaust du mal vorbei. Ich weiß nicht, ob ich nur mal aufgegessen habe auf die Bühne, aber ich will ihn unbedingt auf der Bühne sehen. Ja, unbedingt, Alter. Für mich schaust du ein bisschen aus wie so ein perfekter Schwiegersohn, Alter. Ich glaube, das geht gut auf. Wie so ein Orgelspieler. Wie so ein Orgelspieler, ja. Wie so ein Student, halt. Sehr gut.
No front. No front. Mal gesagt, du schaust aus wie Hip-Hopper. Welcher Uni warst du? Ich habe keine Hederfrage, aber über Frage, wo ich mir gedacht habe, die werde ich in Zukunft in jedem Podcast stellen, weil es mir wichtig ist. Aber ist die Stufe mal an, oder? Nein, wir machen dann ein Abschlussding. Ja, du musst den Teig auch noch einen Abschluss ziehen. Ja, voll, also. Gib mir auch noch einen, du und vorbereiten dabei. Das ist schon die letzte Frage. Nein, es ist meine letzte. Ich war noch eine letzte. Okay. Du noch eine letzte. Ja, wenn wir jetzt eh noch so viele letzte Fragen haben, würde ich sagen, wir schossen gern. Okay, können wir machen. Ah ja, nur weil es du bist. Mich zahlst du dich nicht. Achso, ich habe gedacht, du wolltest mich so weit anstoßen jetzt. Okay. Warte mal, eh. Also, ja, trinkst du jetzt mit? Ja, ja, anschau. Habt ihr am Anfang nur so, na Jungs, ich trinke nur ein, zwei. Ja, ja. Einer geht noch, oder? Nein, kein Salz, kein Salz. Okay, nein, ich bin ein Sirser. So ist der Tiger. Wir trinken sicher voll falsch. Nein, ich frag dich jetzt vorher, dann kannst du trinken und überlegen, ja, während du trinkst. Und zwar, hast du schon einmal in deinem Leben ein paranormales Erlebnis gehabt? Und wenn ja, welches? Heftige jetzt Frage, das. Heftige Frage, Jungs. Prost, Bro. Prost, danke vielmals. Prost. Prost. Achso. Ja, ah, das ist Salz. Ja. Ja. Ein paranormales Erlebnis. Ich muss sagen, es gibt hin und wieder so Momente, wo ich gern so Geistervideos schaue auf YouTube, bis ich mich so sehr grusel, so reale Videos und lese voll viel, dass ich dann mal so denke, so, Alter, sehe ich da hinten ein Gesicht in meiner Wohnung. Also es gibt schon Sachen, die man nicht erklären kann, denke ich. Aber paranormales Erlebnis jetzt nicht. Aber wenn ich was erzählen kann, was ungefähr in die Richtung geht. Jetzt nicht mit Geister, sondern was mich selber betrifft. Da gibt es so ein Phänomen, und ich weiß nicht, wie das genau heißt, aber man wacht auf, bevor sein Körper aufwacht. Ich weiß nicht, ob ihr von dem schon mal gehört habt. Astralreisen, ja. Na, auf alle Fälle, du liegst wach im Bett und kein Muskel deines Körpers kann sich bewegen. Schlafparalyse, das habe ich eine Zeit lang öfters gehabt in der Nacht, früher, vor 5 Jahren. Und ich wach auf. Und dann ist das, musst du deine kränkeste Willenskraft aufweisen, nur um dich dann irgendwann so nach Minuten so in die Luft zu pressen. Ich weiß nicht, ob das im Schlaf passiert ist, ob ich da wach war. Es hat sich schon auch gefühlt wie wach. Aber das war eigentlich so am ehesten so ein wenig ein abnormales Erlebnis. Luft habe ich gekriegt, aber ich habe keinen Muskel mehr bewegen können. Also nur ganz leicht, so, ich fühle mich anstrengen müssen, überhaupt nur so einen Finger so in Tesla bewegen. Ich weiß nicht, ob das ein Traum war, ob das echt war, aber es hat sich sehr echt angefühlt. Und dann noch 2 Minuten, auf einmal habe ich es geschafft, meinen Körper endlich in die Luft zu bringen, war alles normal. Und das hat zeitlang passiert. Aber es hat irgendwie so Schlafparalyse geheißen. Und bei dir? Bei mir? Schlafparalyse-mäßig nicht. Ich war mit ein paar Spätzle einmal auf einem Friedhof. Schön, einfach gerade haben, es war 2, 3 in der Früh, so weißt du, nicht so die beste nicht die beste Friedhofszeit. Und ja, und du gehst durch so Laternen einfach unten drunter und da ist einfach ein Schatten gewesen von einer vierten Person, die nicht da war, so für einen kurzen Moment. Der muss durchgehen, das hat mich geflasht, die war wahrscheinlich dicht, keine Ahnung. Aber Finger weg von bewusstseinsveränderten Substanzen. Genau, ja. Besonders vor Alkohol. Für mich Alkohol ist das Schlimmste. Flo, wie schaut's bei dir aus? Du wohnst ja doch am Land, du hast sicher hier und da Geistergeschichte gehört. Am Feld. Puh. Was liegt am Feld? Boah, hey, Und am Feld, ja. Gute Frage so. Und am Feld. Boah, ich mach mir gerade sehr intensiv drüber Gedanken. Das Einzige, was ich mir jetzt erinnern kann, war als Kind einmal. Ich hab sehr viel Fantasie gehabt als Kind auf jeden Fall. Da habe ich irgendwie so geträumt, dass ich halt gestorben bin, so, und vom Leben danach dies, das, war dann am nächsten Tag mit meinen Eltern in der Kirche, um wieder auf das Thema zurückzukommen, und hab dann schon irgendwie so, es hat sich zumindest damals sehr paranormal angefühlt, es wird auf einmal dann, ähnlich wie du es beschreibst, wahrscheinlich war es nicht so, aber in meiner Fantasie hat man es einbüht, und es würde ich mich auch auf einmal nicht mehr bewegen können, so, und es wird dann auf einmal das Leben in mich zurückschießen, nachdem ich die Nacht vorher gestorben bin, so irgendwie, aber das war halt mit 8 Jahren, und ich weiß nicht, ob das wirklich so einordnenbar ist. Sonst bei uns am Land ist null paranormal, so das Einzige, was mir jetzt mit so dunklen Nachtgeschichten irgendwie, was ich damit in Verbindung bringe, ist so ein tollwütiger Fuchs, der mein Onkel nachkennt, ist bei uns mit so Schaum vom Mund und also, ich meine, der hat immer seine 10 Meter Entfernung gehalten, Sicherheitsabstand auf jeden Fall, aber es war trotzdem ein bisschen creepy. 3 Baby-Elefanten, oder? So ungefähr. Voll, und dann nur, weil du von Geistervideos geredet hast, was mir auch noch so eingefallen ist, so, was irgendwie lustig war, weil eben, wie gesagt, ich habe ja 1 Jahr in Mexiko verbracht, ja. Hab da übelst wach mal
einen Horrorfilm geschaut im Studio, also in meinem Aufnahmestudio, wo ich halt war, was halt im übelsten Ghettoviertel war. Und das war dann lustigerweise eben, ich habe mich dann wirklich angeschissen. Nachher den nächsten Tag vor jeder dunklen Ecke, weil ich jetzt irgendwie das Gefühl gehabt habe, da springt gleich irgendein Geist aus oder so, weil ich halt sehr, sehr wach war zu dem Zeitpunkt. Und das Lustige an der Situation ist eben, dass ich eigentlich in einer Umgebung war, wo wirklich viel passieren hätte können. Also ja, du kannst erschossen werden, du kannst ausgeraubt werden etc. Und ich habe halt nicht vor dem Angst gehabt, was wirklich passieren hätte können, sondern vor irgendwelchen Geistern, die sich hinter dir verstecken. Also es war halt sehr, sehr unreal auf jeden Fall. Aber war lustig, also so rückblickend reflektiert, weil das eben zum Teil da wirklich gefährliche Momente waren und immer halt nur wegen sehr realitätsfernen Bullshit Sorgen gemacht haben und nicht wegen den wirklichen Gefahren, die geherrscht haben. Und ja, Mann. Ja, Mann. Voll, dann würde ich jetzt zu meiner letzten Frage kommen, die wir großteils schon beantwortet haben, mittlerweile. Aber die war, in deinem Album kommt ja doch immer wieder das Thema Sterben vor. Also sowohl in Segen als auch in anderen Songs so, wo du auch sagst, ja, wenn ich jetzt sterbe, dann, was halt dann so weiter passieren wird, braucht ihr euch alle am Album an, ich will euch nicht zu spoilern. Aber deswegen meine Frage, was du, wie gesagt, schon teilweise beantwortet hast, was war der Moment so, wo du da, oder hat es einen Moment gegeben, wo du gedacht hast, du stirbst jetzt? Oder was war der Moment, wo du dem am nähersten gekommen bist? Also die Zeit, wo ich mit wirklich meinem Hardcore-Lebensstil gebrochen habe, da war ich körperlich also sehr viel Kilo schwerer. Ich habe keinen Sport gemacht und es hat so Momente gegeben, wenn ich schon beim Stufensteigen ist mir das Herz bis in den Hals geschossen. Aber so richtig brutal, weißt du, so, dass du denkst, du spürst das voll. Und einmal bin ich so mit Herzrasen auch ins Krankenhaus gefahren. Das hat sich aber auch gefühlt, das war es jetzt gleich vorbei. Und dadurch habe ich so Ängste gekriegt. Angst vorm Sterben, Angst vor dem Ganzen, dass ich, sobald ich mich ein bisschen bewege, die Gefahr läuft, dass was passiert. Und dann habe ich mich auch mal anschauen lassen von einem Kardiologen, der mir eigentlich gesagt hat, mein Herz ist einwandfrei, nur so untertrainiert, dass das sofort überlastet ist. Und das war dann der Moment, wo ich mir gedacht habe, scheiß drauf, ob ich daheim verreck, lieber verrecke ich jetzt am Rall oder im Gym und gebe Vollgas, lieber stirbe ich dort. Und deswegen muss ich das jetzt auch propagieren. Also nicht, natürlich möchte ich noch gern länger leben. Ja. Aber wenn ich jetzt stirb, dann bin ich 100% mit mir selber im Reinen, auf meinem Weg. Und das war das, was das Feeling war, während ich die Tracks geschrieben habe. Okay, das war das, wo du hinkommen wolltest. Diese Angst quasi, die ich überwinden müssen habe. Und das hast du überwunden. Obwohl ich das sehr viel psychisch war, eigentlich die Angst, die ich mir eingehört habe. Angst ist ja selten körperlich. Aber Angst, muss ich auch sagen, hat mein Leben verändert. Weil ohne Angst hätte ich mich zum Teil auch nicht so geändert. Also man kann Angst auch verwenden. Ja, als Antrieb. Ja, voll ein mega interessantes Thema. Ich würde generell sagen, dass negative Emotionen ja grundsätzlich sehr oft umwandelbar sind in was Positives. Also gerade bei Rappern halt, die dann meistens irgendwie andere Ängste, Hassgefühle, Komplexe etc. halt dann in Musik umwandeln oder generell bei vielen Künstlern. Und wo man sich dann oft denkt, so okay, waren die nicht irgendwann mit dir für eine Scheiße gewesen, dann würden sie vielleicht jetzt nicht die inspirierende Musik machen. Und nicht diese Empathie haben und nicht diese emotionale Vielschichtigkeit haben, die sie halt jetzt dadurch auch wieder gekriegt haben. So. Also das ist eher irgendwie ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, das mit den negativen Emotionen. Aber jetzt zurück zu deiner letzten Frage. Wollen wir zuerst noch einen Shot trinken oder erst am Schluss? Den Shot trinken wir am Schluss. Ich werde jetzt meine letzte Frage stellen. Vorher möchte ich mich gleich mal bedanken an die Einladung. Ich höre auch sehr gern Podcasts. Darum hat mir das voll zart, das Thema. Einfach zusammenhängen, wenn quatschen und so. Werde ich mir sicher auch mal einziehen, während ich daheim Staubsauger oder sowas oder Overwatch, was der. Danke. Checkt's aus. Plantkartell, die Jungs, die machen auch sehr viel. Verschiedenste Styles. Ich weiß jetzt nicht genau, wer jeder dabei ist, aber meines Wissens stand es Tiger, Grandmaster Flow, Chaos, Lenny und Sanitäter aktuell, oder? Das ist die aktuelle Crew. Die Jungs versuchen viel, die Jungs schauen, dass MCs Live-Auftrittmöglichkeiten geben, sie investieren viel in Videos und alles. Also das finde ich sehr respektabel und macht so weiter. Shoutouts an meine Crew, COC, Cabinet of Curiosities, an Kais Kopfsache, an DevIl und die ganzen anderen Jungs und Mädels. Ich konnte jetzt alle aufzählen, aber ich habe Angst, dass ich wen vergiss, aber ich versuche es jetzt mal ganz schnell. Kaneon, Bella Diablo, Mahagoni, Snesia, Twench, Lazy Legs, Denise. Fuck, ich habe sicher wen vergessen. Wisst ihr noch wen, den ich vergessen habe? Ja, von der COC glaube ich jetzt nicht. Kann ich mich auch täuschen auf jeden Fall. Falls ich von der COC wen vergessen habe, war der One Love.
es kommt von Herzen, cool, dass es euch gibt. Und jetzt zu meiner letzten Frage. Weil wir vorher gesagt haben, ihr bereut nichts, was vor ein paar Jahren vielleicht grabbed hättet oder so. Das ist so. Nein, aber irgendwer von euch zwei hat das halt so gesagt. Du hast es, glaube ich, gesagt, dass nach ein paar Jahren immer noch. Nach ein paar Jahren, dass du halt immer nur dahinter stehen kannst. Also nur bei Lines schreiben und so. Und so ist die Frage entstanden. So ist die Frage entstanden. Weil bei mir ist so, ich stehe hinter allem, was ich gemacht habe. Aber es gibt Sachen, die ich nicht mehr so unterschreiben kann. Das hat eine andere Version von mir selber damals, die noch nicht so schlau war oder in dem Fall gesagt, zum Beispiel damals Drogen verherrlicht, das darf ich heute nicht mehr machen. Das möchte ich heute auch klar sagen, dass ich das nicht mehr mache und da das nicht verherrlichen möchte. Drum möchte ich, aber ich denke mal, was die Scheiße, die ich gemacht habe, ist schon passiert. Und ich will ein gutes Beispiel sein, wie man sein Leben ändern kann einfach und das durch die Lieder transportieren. Und drum meine Frage, ob es bei euch irgendwas gibt, was ihr an Raps bereut oder sonst was bereut, nicht bereuen in dem Sinn, oder was ihr vielleicht als Inspiration seht, wie es anders macht in Zukunft. Das war meine Abschlussfrage und so könnt ihr eigentlich auch gleich auf eure kommenden Projekte stoßen. Ich werde in Zukunft sicher immer wieder mal ein paar Raps aussehen, ohne Fehler diesmal. Ich gebe jetzt ab an die Jungs, Rotten Sensei, peace out. Ich gebe dir jetzt einfach mal das Mic. Hast du länger Zeit zum Überlegen, gell? Ich habe mir schon was überlegt. Sachen, hinter denen ich nicht mehr stehe. Also, zum einen, bei meinem Debütalbum ist die ein oder andere Mutterlein vorgekommen, wo ich jetzt sagen darf, also ich würde prinzipiell keine Mutterlines mehr rappen, weil höchsten Respekt an Mütter, weil die einfach, ja, voll, allein für das, dass du ein Kind zur Welt bringst und großziehst, verdienst du schon meinen übelsten Respekt. Und genau, Mütterlines sind mittlerweile was ich nur mehr bringe, dann ausschließlich im Battle-Rap. Halt, wenn ich wirklich ein Rap-Battle habe und dann auch nur, wenn ich jetzt kein vorbereitetes A-Cappella-Battle habe. So, weißt, wenn du auf die Garten beim Freestylen so, ist einfach ein cooler Konter. Aber das wäre das Einzige, wo ich es jetzt noch bringen würde. Dann natürlich entwickelt man sich menschlich weiter. Also wie du vorher gesagt hast, Findungsphase. Ich glaube, ich habe inhaltlich erst meine Findungsphase schon hinter mir so. Nur musikalisch probiere ich oder bin ich gern sehr in sehr vielen verschiedenen Sparten unterwegs. Also es gibt viele Sachen jetzt aus meinem Debütalbum, die ich halt nicht mehr so vertreten würde zum Teil. Also wo mein derzeitiges Image einfach nicht mehr dazu passt und so. Und auch generell natürlich hat jeder Rapper seine Anfänge und seine Tracks, die ursprünglich einfach mal kacke waren. Ich kenne keinen Rapper, der gleich den ersten Track mega geil gerappt hat. Und voll. Dementsprechend distanziere ich mich natürlich von allen meinen ersten Gehversuche, weil die waren alle wack. Ehrlich? Ja. So viel Ehrlichkeit im Podcast, Wahnsinn. Ja, sicher, Alter. Und das auch, was ich nur jedem Newcomer-Rapper mitgeben würde. Voll, das ist vielleicht auch nur, wir haben zwar schon gesagt, letzte Frage, aber vielleicht trotzdem nur Statement von jedem an Newcomer-Rapper. Falls das irgendein Newcomer-Rapper sieht, Alter, voll, bietet euch nichts ein auf euren ersten Track, der ist immer scheiße. Glaubt's mal. So, übt es jahrelang und dann sagt es dope. Aber auf Anhieb ist keiner dope. Das ist einfach so. Der meiste ist von mir mal gefallen. Ja, dann machst du das von mir, oder? Ja, sehr gern. du kannst auch gern vor mir, so ist es nicht. Zu deiner Frage auf jeden Fall, es gibt durchaus Lieder, die man bereut, so was, wenn du irgendwie emotional in irgendein Teenie-Ding warst, so schreibst du mal hier und da Lines, auf die du heutzutage wahrscheinlich nicht mehr stolz bist. So. Prinzipiell auch natürlich Songs mit Leid, mit denen du heute wahrscheinlich nicht mehr gut bist. Also ich glaube, ich habe mehr Songs auf privat, als ich online habe, so, okay. You know what I mean. Na, my friend. Also prinzipiell habe ich immer schon geschaut, dass ich gewisse Sachen wie Beleidigungen gegen Frauen oder so, oder für mich war Blasphemie zum Beispiel auch immer was, wo ich gesagt habe, ich muss jetzt nicht sagen, ich bin der Beste, so, das sieht jeder anders so. Das ist aber nur meine Einschätzung, ich bin auch nicht besser, wenn irgendwer jetzt voll drüber fährt, wir alle hören gern hier und da mal einen Track von Farid Bang, glaube ich, einfach zur Belustigung, so, man muss nicht immer alles tot ernst nehmen, glaube ich, aber das ist auch nur meine Einstellung, ja. So sehe ich das. Ein Tipp für Newcomer vielleicht. Ein Tipp für Newcomer wäre auf jeden Fall nicht immer so sagen, in zwei Jahren, ich heb mir's auf. Es ist besser, du hast einen Song aus, der vielleicht nicht 100% cool ist, aber das Feedback, das du dadurch kriegst, bringt dich weiter und der Schaffungsprozess alleine schon. Also ein gutes Beispiel, bespreche ich immer mit meinem Freund, also vielleicht kennt wir einen Song Kokaina von Miami Yassin, der wahrscheinlich erfolgreichste Deutschrap-Song jemals.
zu dem Typen hat einfach keiner ein Gesicht, weil er gleich den besten Song seiner Karriere am Anfang ausgekaut hat und nicht irgendwie das aufgebaut hat. Und das, glaube ich, ist auf lange Sicht einfach wichtiger, dass du dir mit der Zeit was aufbaust und die Leute sehen, wie du dich entwickelt hast mit der Zeit. Genau, darf ich da nur kurz einhaken? Ja, natürlich. Vor allem, was eben auch wichtig ist, wo ich mir am Anfang auch immer gedacht, so, ich hebe mir meine besten Texte auf und habe dann ein Album raus. Und habe aber dann, wie ich das Album rausgehört habe, vor so vielen Sachen noch keinen Plan gehabt. So beispielsweise, wie macht man ein gescheites Video, wie mischt man das gescheit ab und so weiter. Das habe ich am Anfang ganz aus der Acht gelassen. Und wo ich mir jetzt denke, so hätte ich einfach vorher schon die ganzen Wacken-Songs auch rausgehört, dann hätte ich die Songs, wo die Texte gut sind, aber jetzt die Qualität hat kacke, rückblickend, hätte ich die auch schon auf einer wirklich guten Qualität rausgehört. Also, immer, es ist leichter, nichts zu machen und andere zu haten, als einfach mal zu machen und sie dann einfach selber zu steigern jedes Mal. Und deswegen, immer wenn irgendwer Neuer kommt und einen Track hat, der einfach nur nicht gut ist, so sage ich auch einfach trotzdem Respekt dafür, dass du es gemacht hast, weil besser ist, wie wenn du nur daheim sitzt und nichts machst und dir dann drüber aufregst, dass wer andere macht. Meiner Meinung nach. Passt, dann abschließend trinken wir zuerst den Tequila, oder? Okay, können wir machen. Zum Wohl, Jungs. Und einen schönen Abschluss. Prost. Zum Wohl. Zum Wohl. Wir haben schon... Oh, fuck, ich bin ein bisschen angeschüttet. Aber es heißt immer schon. Aber ich habe nur mich angeschüttet und nicht Studio. Ja. Und ja, auf alle Fälle. Niemals aufgeben. Das ist das A und O in dem scheiß Leben. Wenn du aufgibst, hast du verloren. Und wenn du nicht aufgibst, hast du immer eine Chance, dass du gewinnen kannst. Und das ist nicht nur Blabla, Alter. Es ist wirklich so. Du hast nur das eine verfickte Leben da. Und wenn du aufgibst, dann weißt du es. Verfolg deine Träume, lass dir nicht sagen, das wird sowieso nichts von irgendwelchen Eltern, Verwandten oder so, die das gar nicht so fühlen wie du. Die sagen, hey, das wird eh nichts mit Rap, gell, lieber, weiß ich nicht wohin. Nein, Alter, zieh's durch, mach es. Absolut. Das ist meine Meinung. Zirkst du, ich glaube an deine Träume, gib niemals auf und hoch Rotten Sensei Shinigami, falls dann das Gefühl noch nicht 100% in dir drinnen ist, Spotify, dieser ganzen Ding zeigt. Und ich hoffe immer nur, dass ich vorher keinen vergessen habe von COC, drum nochmal One Love to the COC Crew, Peace an Blanc Cartel, Peace an Coffee Shop. Scheiße. Sorry. Much love to Coffee Sound Studio. Zu Coffee Sound Studio, wo wir das Ganze aufzeichnen. Das ist echt chillig da. Ihr seht es ein bisschen im Video. Cooler Sound, cooles Studio, cooler Typ. Shoutout. Ja, Amen. Amen. Ich hätte da noch was zum Abschluss auf jeden Fall. Einfach checkt auf jeden Fall sein Album aus. Ihr könnt uns in die Kommentare schreiben, was euch taugt hat, was euch nicht taugt hat. Es ist auf jeden Fall der erste Podcast. Können schon mal Fehler passieren. Ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall trotzdem taugt und ihr habt einen Einblick auf jeden Fall in die Linzer Rap-Kultur gekriegt. Kauft die Alben, supportet die Musik und wenn ihr selber eure ersten Schritte macht, schaut einfach, dass ihr ein gutes Studio findet, in dem Fall Coffee Sounds und auch ein guter Videolight, dann wird das alles schon. Also das ist mein I-Punkt, mein I-Tüpfelchen, Tiger mein Name, Rotten Sensei als Gast. Grandmaster Flo. Vorher Grandmaster Flo mein Name. Genau, so nochmal an alle Newcomer, so selbst wenn keiner an euch glaubt, selbst wenn alle euch eine Freund sagen, ihr seid scheiße, eure Familie sagt, ihr seid scheiße, ich kenn das, Alter, glaubt an euch selbst. So ist es. Und nachher kommen eh die Leute wieder zurück. Genau, wenn ihr Vorschläge habt, wenn wir als nächstes einladen sollen, wenn ihr Vorschläge habt zum Format selbst, Feedback, herzlich willkommen. Genau, danke an alle Zuseher. Gleich mal danke an dich, dass du die Einladung angenommen hast und da warst und mit uns so interessante Gespräche geführt hast. Und wir wollen das Format Blunt Talks auf jeden Fall jetzt regelmäßig machen. Wie gesagt, es hat bis jetzt keine so aktive Szene gegeben bei uns mit Hip-Hop. Wir haben uns dafür entschieden, eine Linzer Hip-Hop-Szene aufbauen zu wollen. Da auch, also die Szene hat es schon gegeben, aber Interviews gibt es irgendwie selten. Deswegen wollen wir das Format jetzt beibehalten auf jeden Fall. Danke an alle. Peace out. Check Blunt Cartel und COC. COC Crew, One Love, Blunt Cartel, fuck die Hater.